Nee, oder? Nee, gar nicht. Scheiße, wir sind online. Hallo. Hallo. Ich muss mal gerade kurz die Kamera ändern. So, nee, jetzt hat sich Monte so. Oh, egal, bleib einfach wie du Hallo. bist. So. Herzlich willkommen zu. Ich hatte das vorhin, als ich mit Jan Modern Warfare gespielt habe, hatte ich das auch, auch die ganze Zeit. Als dass ich die Sätze nicht rausbekommen habe, dass ich die ganze Zeit. Das ist schlecht, Johnny, das ist sehr schlecht. Als hätte ich die deutsche Sprache verlernt. Das habe ich irgendwie öfters, aber heute war es schlimm. Solange du dich 2 Stunden lang artikulieren kannst, ne, passt alles. Ich hoffe mal, ich kann's. Ich habe jetzt, oh, das, hoffentlich, ja, ne, guck mal hier, ich habe jetzt ein Buch bekommen, gestern Pressekram und so. Da reden wir auch heute über den Film. Was steht Ne? da? Ich kann es doch nicht mal Das, lesen. ja, das lese ich vor. Da habe ich nämlich zwei Versionen von. Das verlosen wir auch. Nicht das jetzt, sondern ein Okay. anderes. Nämlich eins für mich. Das ist nämlich ein Notizbuch. Zu Scary Ah. Stories to Tell in the Dark. Ach, doch, 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 doch. Schon gehört. Ein Horrorfilm für dich. Aber da reden wir noch gleich drüber. Wann liest du Ist. wieder was vor? Bitte? Wann liest du hier wieder was vor auf dem Channel? Nichts. Also, achso, wieso? Ja, wann wieder? Also ich bin schon gespannt. Die Zuschauer schreien danach, dass du wieder was vorliest. Steht nichts im Chat. Aber das kannst du alles nicht lesen. Ich krieg immer Fanpost, weil die Leute, die sagen, ach, den Johnny, den will ich nicht anschreiben, der ist so berühmt. Der soll mal wieder was vorlesen. Kannst du da was Fick machen? dich ins Und Knie. ich sag da immer, ich kann ihn mal drauf ansprechen. Vielleicht macht er es, wenn er gnädig ist. Also das, was ich reingeschrieben habe, ist das. Das ist Ah. eine Liste mit den Filmen, die ich auf Letterboxd rezensiert habe. Da kommt ein Haken bei Letterboxd. Oh. Ah, super. Und wenn ich die auf der Website auch rausgebracht habe, diese Rezension, dann kommt da auch noch ein Ah. Haken rein. Fantastisch. Johnny, du bist innovativ. Du bist sehr innovativ. Ich bin typisch deutsch. Ja, du Ich bist wirklich führe typisch. Ich habe eben Listen. dich, wobei ich dich eben tadeln musste, dass wir heute um 19 Uhr, um 18:58 Uhr angefangen haben und nicht um 19 Uhr. Das ist nicht deutsch. Ist doch Überhaupt nicht geil. deutsch. Ja, hallo, Nee, Eingang das. besteht. Also. Hier kommt, wenn was zu spät, wie die Deutsche Bahn. Und übrigens, meine Zuschauer, ich entschuldige mich heute vielmals Seine für Audioqualität. die etwas, ja, vor allem für die Kameraqualität. Ich habe heute ein anderes Setting, wie man vielleicht sieht. Ich bin heute in Ja. meinem Feriendomizil. Ich Ja. kann hier mal ein kleines Stückchen lauter machen. Das kannst du auch mal machen. Wenn heute was Ja. nicht passt, ist es heute ein bisschen übergangsweise. Ja, ist nur heute so, weil er ist bei seinem Daddy. Genau. Also bei seinem echten Vater, nicht bei seinem. Also, ihr wisst Sugar Daddy. schon. Ja. Er hat heute 7 unterschiedlich große und unterschiedlich farbliche Analplugs bekommen und einer vibriert. Wir haben heute noch einen Film, da geht es um Analwürmer, aber nicht vorgreifen. Ja, ist richtig, aber da kommen wir später noch zu. Na, kommen wir Ich später würde noch sagen, wir reden zu. jetzt auch nur den Moment. Ich muss ja nochmal hier, wir haben ja, ich habe ja einen Ohne-Hose-Kanal, da packe ich das nochmal Du bist rein. ohne Hose. Nee, ich bin tatsächlich on. Also, On ich. Hose. On Hose. Nee, das meine ich gar nicht. Ich habe tatsächlich eine Hose an, Ja. weil vorhin kam ja auch noch so ein paar Kids, zumindest ein paar, ne? Ah. Heute ist ja Halloween, also Wahnsinn. deswegen Happy Halloween allen. Ich. Und da muss ich halt eine Hose haben. Ich meine, wenn ich nackig runtergehe, dann sind die Kinder für ewig verstört. Nicht, weil es Sind sie schlecht doch so schon. aussieht, nicht, weil es schlecht aussieht, sondern weil es so Ob hier riesig ist. irgendwas Halloween-mäßiges, damit wir hier ein bisschen Flair reinbringen. Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen überrumpelt. Ich habe hier einen Jutebeutel von Scary Stories, aber da. Au. Da. Bin ich nicht Ich hübsch? habe hier so ein Ghostbusters-Auto. Boah, krass. Cool, oder? Ja, mega geil. Ja. Gott, mein Auge juckt. Genau. Fangen wir doch. Achso, er ist weg. Nein, nein, Achso, nein, er ist da. er hat sich nur ein Kabel verwirrt. Genau. Wireless Headsets Wir sind reden heute geil. halt wie immer über Kinostarts. Wir haben ein paar News. Die News sind diesmal nicht so ausufernd wie sonst manchmal, denn es gab nicht so viele diese Woche. Wirklich welche, worüber es sich lohnt zu reden. Gut, wir haben ja letzte Woche haben wir ja richtig abgearbeitet. Also Wir hatten heute wird zwei News. entspannt. Also, Gestern hatten, ja, aber nee, wir ich hatten meine zwei. Achso. allgemein, die Folge war voll. Die war Wir hatten, wirklich glaube ich. proppevoll. Heute ist es entspannter. Heute haben wir 14 Filme. 15? Sehr angenehm. Ja, also typische Länge mittlerweile. Und da fangen wir doch direkt an.
Und es ist ein Film, wo man diskutieren kann, wo wir anfangen. Aber heute ist es so, wir werden bei allen diskutieren. Das ist ja Ja, das das nehme ich Geile. auch an. Und deswegen fangen wir an mit einem, wo ich dachte, dass unsere Meinung nicht viel auseinandergehen wird, und das ist La Haine. Beziehungsweise im Deutschen heißt der Hass La Haine. Und es Ja. geht, ich muss ja die Inhaltsangabe machen, ne? Ich habe ihn ja gegeben. Ja. Tu dies. Es geht, hi Samuel. Guten Tag. Ach, du musst Max moderieren, ja Samuel, es tut mir leid. Ne? Du kannst ja nebenbei das offen haben und mal ab und an was reinschauen. In La Haine geht es um drei Teenager in einem Ghetto, in einer Art Vorstadt von Paris ist es ja. Und dort wurde gerade vor kurzem ein Junge getötet von einem Polizisten, und es herrschen Straßenkämpfe, Straßenschlachten und alles. Und wir haben halt unsere drei Protagonisten, denen wir einen gesamten Tag lang folgen. Und wir an ihnen Ja. quasi, sie sind halt der Spiegel für den Zuschauer, was so in ihrer Gesellschaft gerade schief läuft. Ja. Um das mal so zu sagen. Kurzes, das ist nämlich, finde ich, nicht unwichtig. Kurze Anmerkung. Die Polizei hat keinen Jungen direkt getötet, der ist tödlich verletzt und im Koma. Das ist halt auch noch im Verlauf des Films Oh Scheiße, habe ich jetzt gespoilert. ein Punkt. Ich habe Ja, gespoilert. Ich habe eigentlich schon. Ich wollte jetzt nur Fuck! sagen, es ist mir schon nicht unwichtig. Ich habe Dass gespoilert. der Tut mir leid. Johnny. Haben wir eine Spoilerkasse davon, dass ich mir irgendwie Ende des Monats einen Kaffee kaufen kann davon oder sowas? Das wäre schon ziemlich Können geil. wir ja mal machen. Für Spoiler gibt es 50 Schön. Cent. Mehr Kaffee für montags. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Ja, ich habe ihn vorhin gesehen. Also ich habe ihn gestern Nacht auch angefangen. So, ich habe 20 Minuten letzte Nacht noch gesehen, und dann habe ich mir gedacht, so, nee, das tut dem Film nicht gut, wenn ich todmüde mich versuche, hier durchzuquälen. Weil ich war halt wirklich müde as fuck. Na, Und exakto. dann habe ich ihn heute Morgen noch zu Ende geguckt, nachdem mein Auge fast explodiert war. Aufgewacht und hatte irgendwas im Auge, es war grausam. Und der Film hat mich sehr bewegt. Aber ich überlasse erstmal dir, das Feld, weil ich habe ihn ja gegeben, da will ich ja deine Meinung quasi auch am ehesten hören. Du, kurze Frage, hattest du den Film vorher Nein. gesehen, als du ihn gegeben hast? Nein. Okay, das ist auch dein erstes Mal Ja. gewesen. Also, ich habe den Film vorhin gesehen und bewegt hat er mich auch. Ich habe deine Letterboxd-Review auch noch danach gelesen. Ich habe ja selbst schon eine geschrieben. War die gut? Und deine Review, Ja. die war sehr lang. Aber ja, gut. Ja, waren die letzten drei Reviews. ich weiß gar nicht, was das, ob ich die alle gelesen habe. Auf jeden Fall. Ich finde, der Film hat definitiv was, was er aufzeigt, und zwar, dass diese Schichten, die es ja gibt, also man hat die Oberschicht und die Unterschicht, und dann gibt es halt auch noch die politische Ebene zu der Zeit. Ich weiß halt nicht genau, zu welcher Zeit jetzt sich das Ich glaube, es befasst. war in den 90ern Neunzigern oder würde ich auch sagen, da kam auch, ja. glaube ich, 95 der Film raus. Ja. Ich habe jetzt gerade einen Browser nicht offen, weil Genau, er kam habe heute nur einen Bildschirm. 95, und es war halt zur Zeit, als Le Genau. Pen damals an der Macht war. Genau, und das ist halt eine politisch schwierige Situation, sagen wir es mal so gewesen, also um das freundlich auszudrücken. Und viel Rechtsradikale in Frankreich und auch die Polizisten handeln dementsprechend, und es gibt viele Arschlöcher an Beamten. Und dann gibt es halt auch wirklich diese sozialen Ober- und Unterschicht. Das heißt, man hat die wirklich reichen Leute und hat aber auch wirklich Ghettos, wo die Leute halt Assi, also Ja. richtig Assis sind. Und Assi heißt noch nicht mal, dass jemand im Ghetto ist. Das sieht man auch an den Protagonisten, dass der zwanghaft ein schlechter Mensch sein muss. Weil ich würde sagen, alle Protagonisten, auch wenn es einzelne davon gibt, wir haben drei Protagonisten, die ein bisschen aus dem Konzept fallen, von wegen, ja, wir sind jetzt nicht die menschenfreundlichsten. Aber sie haben irgendwie schon was Menschliches an sich. Und das mag man am Anfang nicht denken, es wird aber doch darauf hingewiesen, auch wenn ich dennoch mit vielen Sichtweisen beziehungsweise mit vielen Handlungen von ihnen übereinstimme. Aber das bin ja auch nicht in dem Milieu aufgewachsen. Ja, das Da muss man kann ich auch nicht nicht. mitreden. Nee. Und man hat eine Thematik, die ist Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Machtpositionen ausnutzen, Beamtendasein nutzen, um andere zu diskriminieren und zu schikanieren. Man hat Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen, und es wird auch thematisiert, dass der Besitz einer Waffe oder Waffengewalt, einer Schusswaffe beispielsweise,
dass der Macht vergibt und dass der einerseits eine Machtgeilheit auslöst. Das haben wir auch bei einem Protagonisten, der, das kann man sagen, weil es recht zu Anfang passiert. Habe ich auch meine Rezension geschrieben. Liest du die gerade ab? Nee, ich schaue mein Gesicht auf Discord an. Okay. Ist schön. Nee, auf jeden Fall thematisch. Es gibt eine Auseinandersetzung, wie du schon gesagt hattest, mit dem einen Jungen, der da tödlich verletzt wird oder erst beim Koma liegt. Quasi der Aufhänger des Films. Genau, anfangs wird dann auch von einem Polizisten während der Situationseskalation wird eine Waffe verloren, also eine Schusswaffe, und die wird von einem der Protagonisten gefunden, der dann auch mit der Zeit immer sagt, ja, wenn der jetzt stirbt, der jetzt im Krankenhaus im Koma liegt, dann knall ich einen Polizisten ab. Das ist der Handlungspunkt, und man merkt, dass er diese Macht genießt und dass er das geil findet, richtig. Also siehst du vom Spiegel, wie er posiert und irgendwie schon macht, und in seinem Kopf hat er schon Polizisten abgeknallt. Und in Wahrheit, obwohl er eine große Fresse hat, merkst du, so geil. Auch, ist er doch auch am Ende merkst du das, bei einer Stelle besonders, wo die Waffe noch eine Rolle spielt. Und genau, das stimmt. Ich finde, dass der Film in dem Bereich sehr, sehr viel aufzeigt, von wegen, nur weil du aus dem Ghetto kommst, musst du kein Standard-Assi sein. Die gibt es, aber es gibt eigentlich Menschen, die haben das Herz am rechten Fleck, und die werden aber auch einfach scheiße vom System behandelt. Und die haben auch dadurch, dass sie allein vielleicht eine Hautfarbe haben, die den Leuten in der Politik oder den Beamten oder feindlichen Gruppen wie Neonazis nicht passt. Oder dass du halt, weiß nicht, da gibt es einen Jude in der Gruppe, dass du jüdisch aussiehst oder bist und schwarz bist. Ich glaube, der eine ist schwarz, und der andere ist Franzose. Russe oder irgendwie Osteuropäer ist er, glaube ich, der mit der Waffe. Kann sein, dass er aus Polen oder so. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, und du siehst halt sehr oft, wie er schikaniert wird. Besonders die anderen beiden, weil die halt wirklich noch ein bisschen auffallen mit schwarzer Hautfarbe und. Ja. Ja, ich finde, der Film macht vieles richtig, wie er Sachen aufzeigt. Ich habe selbst gesagt, dass der Film komplett in schwarz-weiß ist, tut mir nichts an, muss ich ehrlich sagen. Also für das mich fand ist ich kein gut. Stilmittel. Ich weiß nicht, ich hatte andere Filme beispielsweise, ist jetzt ein anderer Vergleich, aber Schindlers Liste, wo ich das genial finde. Hier habe ich das Gefühl, man wollte künstlerisch sein dadurch, und mir hat es jetzt keinen Mehrwert gegeben. Aber das habe ich, glaube ich, auch geschrieben, ist so eine Sache. Ich glaube, das ist eigenes Empfinden, dass es keinen Mehrwert gegeben hat. Ansonsten, der Film kommt mit relativ wenig klar, auch Soundtracks sind mir keine wirklich im Kopf geblieben. Hat mal ein bisschen Hip-Hop und am Anfang so lateinamerikanische Musik so ein bisschen. Das ist der Sound of the Police. Ja. Und halt alles in diese Richtung. Ich finde, er weist ganz schön, wie ich das schon gesagt habe, darauf hin. Ich habe ihm, um das so zu sagen, 3,5 Sterne gegeben. War sehr wenig im Verhältnis zu vielen anderen. Aber ich weiß nicht, für mich ist das aber auch nichts Schlechtes. Also, Ich habe ihm mit 4 Sternen gerade so am unteren Rand der Sachen gegeben. Das hat einen kleinen Punkt, da komme ich gleich dazu, du hast ja bei der Rezension gelesen, du weißt es daher. Ich finde, dass der Film es unfassbar geschickt macht, eine Geschichte zu erzählen, die du rein konsumieren kannst, wenn du willst. Dann ist es ein quasi Drama über drei Problem-Teenager, die sich durch den Alltag von Paris schlagen. Du kannst aber auch, wenn du das möchtest, unter die Oberfläche gucken und siehst eine extrem politische Gesellschaftskritik, die sich damit auseinandersetzt, dass was passiert, wenn Rechtsextreme ein Land regieren. Das ist ein so wichtiges Thema, was wir aktuell hier auch in Deutschland haben. Ich meine, Thüringen ist auch die zweitstärkste Kraft, in Sachsen, in Brandenburg. Und wir gehen in diese Richtung, in die dieser Film gegangen ist. Beziehungsweise wo der Film schon mittendrin ist. Und nicht nur wir. Genau, Europa nicht nur wir. Hat einen Rechtsruck. Genau, Polen hat es mittlerweile, Italien ist ja auch der Fall, glaube ich. Großbritannien ja jetzt auch wegen Boris Johnson. Österreich. Österreich. Schon wieder. Und Österreich nach den Skandalen, die sie hatten. Stimmt, Österreich habe ich ganz vergessen gerade, tut mir leid. Dass dieser Film ist hochaktuell und setzt sich da gekonnt mit dieser Thematik auseinander, aber man muss halt
wirklich Interesse an diesem Film zeigen, dies zu verstehen. Und wenn du das nicht tust, dann ist es ein okayer Film. Wenn du es tust, dann hast du so viel mehr Input und kannst so viel mehr die Gedanken darüber machen. Vor allem der Film gibt auf nichts eine Antwort und du kannst im Nachhinein noch überlegen, wie können wir was ändern? Was sind so die Sachen, die einem zur Option stehen? Und das finde ich ganz großartig. Du hast Personen, auch unsere Protagonisten. Ich finde nicht, dass wirklich alle von Grund auf ein netter Mensch sind. Nee. Ich finde, dass die Politik, dass die Bevölkerung, die darauf reagiert, diese Leute verroht, zu schlechteren Menschen macht, aufgrund dessen, dass nur dass die ganze Stadt jetzt, beispielsweise Paris, beziehungsweise nicht die ganze Stadt, sondern ihr Viertel, von Hass regiert wird. Von ja. Ausgrenzung, von Aggressivität. Und darauf reagieren die Jugendlichen da in diesem Film. Und das machen sie genial. Die Darsteller sind fantastisch. Ich fand die super. Ich fand auch Vincent Cassel mit seinem Revolver da, also dafür hätte er eigentlich damals eine Oscar-Nominierung kriegen müssen. Das war super. Ich finde auch, dass der Film leider am Anfang, die ersten 20 Minuten, mir zu viel Input hat. Dass der Film 20 bis 30 Minuten braucht, bis du wirklich mal merkst, in was für eine Richtung möchte der Film. Im Sinne von mit seiner Kritik, mit seiner Gesellschaftskritik, weil du brauchst halt schon ein bisschen, um zu verstehen, worum es sich handelt. Ja, bei mir war es ein Punkt, dass ich aber auch gleichzeitig sage, die ersten 20 Minuten, bin ich ganz ehrlich, haben mich mehr Handlung erwarten lassen, als es halt letztendlich war. Das muss man auch sagen. Ja. Weil der Film hat, also es ist wirklich dieses Konzept, man hat jetzt ja am Anfang diesen getöteten oder komareifen Jungen. Ja. Und das ist das Einzige, was man dann am Anfang so sieht, von wegen, okay, vielleicht eskaliert jetzt irgendwas oder es wird jemand erschossen und die müssen damit klar werden oder sowas. Ja. Klarkommen. Letztlich ist es aber wirklich ein Film, der die Protagonisten, ich glaube, 24 Stunden sitzt ziemlich genau. Man sieht immer in einzelnen Szenen die genaue Zeit. Ich glaube fast. Ich meine, die fangen morgens um 9, 10 an. Ja. Der Film endet irgendwann so um 4.30 Uhr oder so. Auf jeden Fall sieht man, wie sich das entwickelt mit der Zeit und wie die Protagonisten begleitet werden eigentlich. Ja. Also es hat auch keinen wirklichen Story-Tiefgang. Also natürlich, es ist das Aufzeigen im Leben, vom Leben in so einem Viertel. Du siehst es halt nebenbei, beiläufig, die Stadt. Also und eine Handlung ist da jetzt aber nicht dabei wirklich relevant. Nicht, dass er das jetzt unbedingt bräuchte, er hat mich nur am Anfang ein bisschen mehr erraten lassen, weil ist da jetzt eine Handlung? Ich habe ein bisschen gewartet, dass jetzt einer kommt. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass der Film immer noch eine Handlung hat. Ja. Ich meine, wenn man sie halt checkt. Also wenn man halt den Sinn dieses Films checkt. Ja, also, ne, das ist finde ich, eine Kritik. Ich weiß nicht, ob ich das als Handlung werten würde. Ja, Kritik und Handlung finde ich dann zweierlei. Das ist mein Empfinden. Also ich finde, ich finde, wie gesagt, nicht, dass es den Film schlecht macht, aber ich denke, eine Handlung ist für mich jetzt, die haben einen Strickgang oder die haben irgendeinen Ansatz von einem Ziel, weil das Einzige, was der Film eigentlich einem mitgibt, ist, dass der eine Typ sagt, wenn der Junge im Koma stirbt, sein Freund, dann schießt dann Beamten tot, dann schießt der Polizisten tot. Das ist der Input, den man bis zum Ende eigentlich hat. Und immer so ein Wandel zwischen hin und her. Die treffen dann auch mal irgendeinen Junkie, der, glaube ich, noch Geld schuldet und sowas. Mit seinem fucking Nunchakus, ey. Haja! Haja! Ja, ja, ja. Na, möchte denn einen Koks? Einen Koks? Hä? Oh. Und im Einzelnen, das fandest du wahrscheinlich sehr geil und ich fand das total unpassend, muss ich sagen. Ich denke mal, dass es geil fand. Die ich Kuh? Weiß, nicht mal zwanghaft die Kuh. Ich fand, der Film hatte Szenen, die ich echt nicht gebraucht habe. Also das war mit dem Mann auf dem Klo, wo sie irgendwo auf dem Klo sind und da ist ein alter Mann, der irgendwie rauskommt und sagt, oh, wie geil ist das mal zu scheißen, und dann erzählt er denen irgendeine, ich glaube, eine Kriegsgeschichte war das, die ihm erzählt, wo ich auch echt gedacht habe, okay. Ich fand es nicht geil, aber ich fand's zu dem Setting, weil ja eh alle durchdrehen, passend. Ja. Nee, ja, gut. Ich fand's gar nicht passend. Also ich fand den nicht passend, weil ich gedacht habe, das wird jetzt total unnötig und ich weiß nicht, als ob ich jetzt an der Stelle lachen sollte, aber ich fand den Film halt nicht lachen. Ich weiß auch nicht. Nee, auch nicht. Ich überhaupt nicht. Deswegen. Also der ist und, nicht zum Lachen. Zweitere Szene war dann, da knacken sie ein Auto. Das war auch noch so eine skurrile Persönlichkeit. Da kann ich jetzt zumindest noch sagen, okay, der war wahrscheinlich auf Droge im Ghetto. Ja, die Szene, die fand ich cool.
Die fand ich auch sehr strange irgendwie. Als sie sich dann im Auto streiten oder so, klopf, fand, klopf, klopf. Ja. Was ist denn los? Dann sind die Cops. Dann flüchten sie und dann springt er den Cops auf dem Streifenwagen, damit sie nicht weiterfahren kann. Ja, die fand ich nicht so schlimm, aber das mit dem, also ich fand das mit dem, ja gut, den hätte mit dem, Toilettenszene total bescheuert. Eine Szene war die Polizeiszene, die in der Mitte, glaube ich, des Films sind, wo, oder gegen Ende des Films sind. Ja, so Richtung Mitte, glaube ich. Ja. Also die schikanieren richtig. Mhm. Na, Verhörung. Ich finde, der Film hat, ich bin nach den Kritiken, die ich gehört habe, ausgegangen, der Film sei ein Nonstop-Schlag in die Magengrube. Ich finde, das ist er nicht. Und er kreiert auch nicht so eine Szene, wo ich sage, boah, die sind so hart, die bleiben mir auf jeden Fall lange, lange Zeit im Gedächtnis. Aber die Geschichte, aber also nicht die Geschichte, sondern die Message bleibt mir lange, lange. Der hat aber auch, glaube ich, eine FSK 12, oder? Ja, ja. Merkst du halt auch schon, dass es jetzt vielleicht nicht abtut. Wahrscheinlich wäre es bei FSK 16 wieder deutlich tiefgründiger und aber auch unangenehmer. Der Film ist trotzdem an vielen Stellen unangenehm, aber ich muss auch ehrlich gestehen, also bei einem Film, der, ich sag jetzt mal auf Deutsch, ich weiß nicht, vielleicht heißt es auch auf Französisch der Hass, das weiß ich ist nicht. Er das? Auf jeden Fall auf Deutsch heißt der Hass und bei einem Film, der Hass heißt. Nee, heißt nur Hass. Hab ich persönlich, ich sehe hier der Hass. Nee, der heißt Hass La N. Auf jeden Fall, egal, ein Film, der Hass heißt, habe ich ein bisschen noch was Krasseres erwartet, aber es liegt meines Erachtens vielleicht ein bisschen an der Altersfreigabe. Kann sein, weiß ich nicht, ich fand ihn genau passend. Vor allem ist es so traurig, dass dieser Mann so einen Film gemacht hat, der, wie ich finde, tatsächlich thematisch einer der bedeutendsten französischen Filme ist, allein wegen der Thematik und so ein Kram, weil er zeitlos ist, deswegen. Ja. Dass dieser Mann danach Unkraut gejätet hat, filmtechnisch. Er hat mit Vin Diesel Babylon ID gemacht, wo ich mir gedacht habe, alter Kerl, ne, was ist dir falsch? Oder die purpurnen Flüsse und so ein Schwachsinn. Ja. Ja, also ich finde, man sollte den Film sehen. Man kann ihn sehen. Wie gesagt, also ich habe ihm 3,5 Sterne gegeben, das heißt aber auch nicht, dass er schlecht ist. 3,5 ist bei mir immer noch sehr gut eigentlich. Ja. Also. Ich wollte ihn deswegen sehen, weil ich von anderen höre, die Film studieren, dass der Film auf jeden Fall, sobald es an die Spielfilme geht, die wir machen, Teil der Uni sein wird. Und zwar so weit, dass man den in seinen Bestandteilen komplett zerpflückt. Dann habe ich mir gedacht, ne, gucke ich mir an. Was ich auch noch sagen muss, ist, dass ich absolut kein, also ein Großteil, es gibt weniger, aber ich bin auch absolut kein Fan von französischen Filmen. Das ist ein französischer Film. Ja. Und habe erstaunlich wenig Probleme damit gehabt. Das hast du gemerkt. Ich sag nur, also es gibt sehr wenig französische Filme, die ich mag, weil ich finde französische Filme oft anstrengend. Es gibt ein paar Perlen, die ich echt mag, aber es trifft bei mir auch verdammt viel zu, die ich. Es gibt ich hätte jetzt gerade. Allein vom Stil schon nicht so mag. Jetzt hätte ich gerade Bock, die fabelhafte Welt der Amelie nochmal zu gucken. Oh Gott. Den muss ich noch gucken. Den liebe ich. Irgendwo auf Blu-ray rumliegen. Den liebe ich so sehr. Ich liebe diesen Film. Habe ich dreimal in der Schule geguckt. Nee, Moment, zweimal, weil ich einmal sitzen geblieben bin, muss ich nochmal gucken. Aber ich fand den toll. Den kenne ich schon, ich spoiler euch. Nee, ich habe den auch zu Hause dann nach. Ich habe viele Filme, viele Sachen, die wir in der Schule geguckt haben, gucke ich immer noch gerne. Und die gehören auch zu meinen Lieblingen tatsächlich, wie Mississippi Burning und so ein Kram. Aber den gebe ich dir vielleicht auch irgendwann nochmal. Den kenne ich schon. Ja. Mal schauen. Gut, dann war das La N. Ich würde du gibst, dem 4 Sterne. Ja. Und ich werde ihn mir wahrscheinlich nochmal angucken und vielleicht kriegt er sogar dann nochmal mehr, je nachdem. Tu das. Ja. Ich muss kurz die Heizung hochdrehen. Okay, ja. Ja, ich warte hier so lange, ne? Habt ihr, lieben Zuschauer, ihr zwei? Guess is back again. Ja, wir haben die zwei Zuschauer, die wir gerade haben, weil leider ist Samuel ja nicht da, der muss bei GameStar Max moderieren. Ach, das heißt, du hast zwei neue Zuschauer bezahlt, um uns zuzugucken. Nein. Ich bezahle hier niemanden. Hätte ich das nicht sagen dürfen. Ach, nein, doch, also ich bezahle keinen. Du hast keinen Vertrag unterschrieben, du Sack. Ich habe mich auf Twitter gefragt, eines Abends nach. TikTok-Kartell. Ist übrigens kein Witz, wie Monte zu uns gekommen ist. Ich habe ihm nachts um 2 Uhr irgendwas, wo er schon gepennt hat, auf Twitter geschrieben, ob er da Bock drauf hätte, mitzumachen. Und am nächsten Morgen hat er mir geantwortet. Ich kannte ihn noch nicht. Nee, doch, da kannten wir uns schon, da hatten wir ein bisschen geschrieben. Ich sage euch, ich gebe euch einen
Ich gebe euch einen Tipp, lest zuerst die Verträge durch, die ihr unterzeichnet. Ich bin im Knebelvertrag gefangen. Knebelvertrag, das ist ein Wort, das ist Twitter wert. Hashtag Freiheit. Gut, können wir jetzt zu den Kinostarts? Ja, komm, gut. Mach. Guck mal, Halloween für ganz Kleine, nämlich Invisible Sue. Da habe ich leider kein Logo, deswegen, sorry. Ja. Oder wie auch immer der in Deutschen heißt, habe ich gerade keinen deutschen Titel. Es geht um ein kleines Mädchen namens Sue, die unfassbar gerne Comics liest und auch nicht wirklich mit anderen aus ihrer Schule klarkommt. Und irgendwann wird sie in dem Labor ihrer Mutter, weil sie ist Chemikerin oder was auch immer, mit einer Flüssigkeit benetzt und kann von da an unsichtbar werden. Und urplötzlich wird dann auch irgendwann ihre Mutter entführt. Und jetzt müssen sie sie zurückholen und so ein Kram. Also ich habe ihn nicht gesehen, habe auch keine Ahnung, was die Kritiker oder so ein Kram dazu sagen, aber ich habe gedacht, komm, für die Kids, wenn Kids zugucken, hier, du... Alles für die Kids. Ja, ihr seid erwachsen, ihr habt Kinder, keine Ahnung, ihr sucht auch, ihr habt schon 8 Kinder, aber sucht noch nach einem Hobby, dann geht mit denen noch ins Kino. Das erinnert mich an Otto Walkes, der dann in sein Zuschauerpublikum irgendwo reingeht. Sind das alles Ihre Kinder? Haben Sie doch andere Hobbys? Ja, das ist genau der, einer meiner liebsten Otto-Gags, by the way. Sie leben jetzt seit 30 Jahren an der Autobahn. Hat sich was verändert? Nein, nein! Oder das mit der Seife keilt, was bis in die Achselhöhle dringt. Ach, Otto. Ja, passt jetzt genau. Aber, ich geb dir gleich Otto, der Film. Ey, den kann ich schon so oft gesehen. Ich kann ich auswählen, ja. Das ist ja persönlicher Hausklave. Papa Antiportas kann ich auch auswendig sprechen. Das sind so Filme, ja. die musst du einfach kennen. Aber Invisible Sue für Leute, die mit ihren Kindern jetzt vielleicht zu Halloween ins Kino gehen wollen oder jetzt in der Nach-Halloween-Zeit. Wahrscheinlich ein süßer kleiner Film für die Kids. Ich weiß halt nicht. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich auch nicht. Könnte wieder was für mich sein, weil ich bin ja immer recht zufrieden mit sowas. Genau. Dann der nächste, nämlich Das perfekte Geheimnis. Und zwar der deutsche Film der Woche mit... Jetzt kommen wir mal. Julia Schwarz, Wotan Wilke Möhring, Jella Haase, Caroline Herfurth, Elias Mbarek, Florian David Fitz und ich habe seinen Namen vergessen, ganz neben meiner Kamera halt. Ich habe seinen Namen vergessen und das ist eigentlich ganz, ganz, ganz toller Schauspieler. Und es geht in Das perfekte Geheimnis darum, dass ich die Kerle schon irgendwie schon ewig lange kenne und die treffen sich alle zu einem Essen und bringen ihre Freunde auch mit und während des Treffens kommt es dann irgendwann dazu, dass sie sich entscheiden, ein Spiel zu spielen. Das heißt, jeder legt sein Smartphone auf den Tisch und stellen sie auf laut und wenn eine Nachricht kommt, muss sie laut vorgelesen werden oder wenn ein Anruf kommt, muss er auf laut gestellt werden und vor allem telefoniert werden und das sorgt natürlich für einige Probleme und auch für einige massive Probleme bei mir. Ohne dass du jetzt was du sagst. Ja. Dave kommt im Film kommt im Film vor, dass irgendeine Geliebte von jemandem anruft. Safe. Ja. Denn der Film ist quasi... Ich hab den Film noch nie gesehen. Ich hab noch nie von gehört. Ich hab den Trailer nicht gesehen. Ich weiß trotzdem, dass nach dem, was du jetzt gerade geschildert hast, genau dieses Szenario eintritt bei einem deutschen Film. Genau, es gibt nämlich gibt in dem Film beispielsweise eine Szene, das ist auch eine, die immer im Trailer ist, also das ist die Endszene, wo die alle draußen ein Selfie machen und dann strecken sie die Hand aus und dann poppt auf einmal so eine Nachricht auf, wo steht Lust zu ficken. Ja. Immer. Und der Film ist halt dauernd ein Abbrennen jeder einzelnen deutschen Sex-Gags. Das ist ja auch Elias im Bari. Genau, er vögelt den und sie ist jetzt, oh nein, und der Film ist übrigens ein Remake von einem italienischen Film, der, und jetzt halt dich fest, das habe ich auf Twitter gelesen von Dominic Porsche, den ich sehr schätze und auch nach dieser Kritik diesen Film sehr schätze, 18 Remakes gibt innerhalb der letzten 4 oder 5 Jahre. 18. In 5 Jahren? Ungefähr, ja. Also ich glaube, das waren so 18 und dann in den Jahren, genau. Und, war der Originalfilm so beliebt? Ich glaube schon, ja. Und die Idee bietet sich halt auch an. Und das merkst du auch hier halt, dass sich die Idee anbietet, um das zu remaken. Nur,
Wie remakest du das? Weil du hast ja die Möglichkeit, das gesellschaftskritisch auch hochzuziehen und so ein Kram. Das wird halt hier überhaupt nicht getan. Und so ist das perfekte Geheimnis ein Abbrennen jeglicher deutscher Filmklischees, der in manchen Momenten ganz unterhaltsam ist. Das möchte ich gar nicht verneinen. Der hat mal ein paar gute Gags drin, aber diese Gags sind manchmal auch im Trailer schon verbraten. Wie zum Beispiel, dass sich zwei Charaktere ihr Handys tauschen und der eine dann komische Nachrichten bekommt und die gar nicht mag und dann einfach das Handy von dem anderen auf den Tisch hämmert. Ja. Geil. Das ist zum Beispiel einer der Gags und den fand ich sogar zum Beispiel im Kino ganz gut, weil der unterhaltsam war. Das Problem bei diesem Film ist, keiner der Charaktere fühlt sich organisch an. Sie fühlen sich nicht an, als wären sie irgendwie wirklich miteinander befreundet oder sie harmonieren miteinander. Zudem ist der Film auch noch am Ende den wichtigen Twist, den gesellschaftskritischen Twist, den jeder dieser Remakes hatte, haben die hier weichgewaschen und komplett ausgetauscht. Und zudem ist das Ende auch noch so homophob, dass ich mich teilweise angegriffen gefühlt habe. Echt Und jetzt? ja, und das ist, wie Dominic Porschen hat in seiner Kritik, und das finde ich auch gut, er sieht in diesem Film manchmal ein paar gute Momente, aber er hat sich selber in diesem Film verletzt gefühlt. Und das ist das, was am Ende dieser Kritik hängen bleibt. Und das ist auch das, was am Ende dieses Filmes hängen bleibt für Wir Leute haben wie auch uns. fucking 2019. Ich habe letztens schon wieder, da, wo ich krank war, habe ich einen deutschen Film gesehen, der heißt Männerhort. Ja, Und das Gott, ist der ist auch so ein furchtbar. Film. Also ich war krank, ich wusste nicht, was ich tue. Wollte mal was? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auf jeden Fall, ich habe das auch geguckt, das ist vielleicht auch aus 2016 oder 17, mit Schauspielern, die ich aber auch gerne mag. Also Elias Mbarek ist da dabei, den mag ich nicht, aber dafür ist dann Bully Herbig ist dabei, Christoph Maria Herbst Ja. ist dabei. Ja. Wo er vorgibt, er hat Tourette oder so ein Kram, war das das? Ja. Ja, und dann, genau, man hat dann aber trotzdem diesen einen Schwulen, der Deadpool dann auch auch. nicht zugeben muss, der dann auch nicht zugeben darf, dass er mit einem Schwulen zusammenlebt Das ist genau dasselbe in dem Film. Also und es. dann halt die ganze Zeit homophobste Sprüche sich anhören kann und dann tun muss, als wäre das total geil. Das ist Und dasselbe in dem Film, aber mal kurz um, ne, Achtung, Spoilergefahr, in dem Film ist es halt werde ihn so. nicht gucken. Ist ja egal für die Zuschauer. Deswegen kurze Ja. Spoilergefahr, spult 30 Sekunden nach vorne. Es gibt einen Charakter in dem Film, der halt das verschweigt, ne? Und normalerweise wird das dann genannt in dem normalen Film und dann ist es auch kein großes Thema mehr. Und hier ist es halt ein großes Thema dann. Und beziehungsweise hier wird das dann auch, werden darauf auch auf Kosten dessen Gags gemacht. Und man fühlt sich dann einfach nur verarscht. Und das finde ich halt problematisch. Und da frage ich mich, wir leben im Jahr 2019. Müssen wir mit so einem Cast, von dem der es eigentlich besser wissen müsste, muss es so eine Witze geben? Ich sage Ja, und nein. das ist mein Punkt, weil wir haben ja öfter mal die Diskussion, deutsche Filme müssen nicht zwanghaft schlecht sein, sagen wir oft genug. Dieses Jahr kamen Aber, auch so viele gute und das ist ein Beispiel ja, dagegen. nee, das Ding ist, die guten Filme, die kennen das Mainstream-Publikum noch nicht mal vom Namen. Das Richtig. ist das, was das Mainstream-Publikum direkt Ja. kennt oder wo es Plakate von gibt oder wo Publicity herrscht. Und ganz ehrlich, das ist die Scheiße, die Publicity bekommt. Und alles andere, was wirklich sehenswert ist, das geht dabei unter. Und das finde ich halt richtig crap. Und dann braucht mir niemand erzählen, dass Deutsche keine guten Filme machen können, wenn man denkt, das ist der typische deutsche Film. Ja, und ich gehe ja auch jede Wette Kurzer damit, Rage von mir, tut mir leid. ist auch kein Problem, ich gehe auch jede Wette mit dir darauf ein, dass dieser Film die 3 Millionen Zuschauermarke knacken wird und von Systemsprenger, was der beste deutsche Film und einer der besten Filme des Jahres ist, der bleibt weiter unter 1 Million. Ja, und warum? Weil halt Leute sich nur irgendwie die Scheiße angucken wollen, die sie immer gucken. Ihren Mbarek und sonst Scheiß. Genau. Heute Ah, kam auch Alter. beispielsweise der Trailer raus zum nächsten Til Schweiger-Film namens Die Hochzeit. Der wird auch wieder geguckt. Ja. Ich krieg Krise. Das Es ist. ist das, also kann ja mögen, was man will, aber ich finde. Jetzt bist du gerade am Längen. Also. Monte? Glaube, da ist dein Internet gerade weg. Jetzt war gerade dein Internet weg. Hallo? Ja, du bist wieder da, dein Internet war weg. Ah, sehr gut, ja, keine Ahnung. Ja, aber jetzt. Ist ein LAN-Stecker? Ja. Kein Problem. Also wie gesagt, der Film hat ein, zwei Momente, wo du wirklich schmunzeln musst. Einmal musste ich sogar laut auflachen, weil das war ein angenehmer Witz. Das muss ich halt zugeben. Ich meine, er ist nicht komplett ein komplettes Desaster, aber ich fühle mich halt einfach ein bisschen beleidigt am Ende einfach.
Und er tut halt auch nicht Not, da ins Kino zu gehen, weil er spielt halt nur in einer kleinen Wohnung. Optisch macht er auch nicht viel her. Der reicht auch, wenn jetzt, keine Ahnung, die größten Fans von diesen Darstellern, so, die sich wirklich alles damit angucken, dann guckt den halt auf Blu-ray oder irgendeinen Schwachsinn, aber gibt da nicht das Geld fürs Kino aus. Meine Bitte. Meinung. Genau. Dann mache ich mal ganz kurz das Fenster zu, weil ich friere mir den Arsch ab. Ich hatte Ja, es nämlich ja. nur auf, damit ich nachher höre, falls irgendwelche Kiddos am Haus vorbeilaufen und gackern. Weil ich gebe denen nämlich Ja. Süßigkeiten. Ich bin sozial, so und so. So, und dann kommen wir mal weiter. Einen besseren Film, nämlich, hoffentlich besser. Genau, nämlich Haunt. Jetzt kommen wir nämlich, heute ist Halloween, deswegen kommen auch heute Horrorfilme raus. Und das ist einer, den würde ich behaupten, ist nicht was für Monte. Aber ich hatte eine königliche Zeit mit dem Film. Und das liegt daran, dass er ein Mix ist aus Escape Room, den ich dieses Jahr sehr gerne mochte, und Ja. dem ersten und zweiten Saw. Und nichts Johnny, danach. darf ich dich kurz mal unterbrechen? Ja. Weil ich erzähl du gleich weiter. Ich schließe hier gerade mal LAN-Kabel an. Ich habe ein paar Internetprobleme. Deswegen kann sein, dass ich kurz mal Okay, kein Problem. wechseln sollte. Genau, kein Problem. Es geht quasi um eine Truppe Teenager, die sich an Halloween überlegen, ja, wie machen wir bei so einem, keine Ahnung, Labyrinth mit, bei so einem Schocklabyrinth, was man beispielsweise auch aus dem Heidepark kennt und so ein Kram. Da machen sie mit und fahren dahin. Doch sie müssen sehr schnell herausstellen, dass das eigentlich gar nicht so ein normales Labyrinth ist, sondern dass dort der Tod auf sie wartet und dass sie wahrscheinlich nie wieder rauskommen werden. Okay. Genau. Und das ist die Geschichte und Haunt ist wirklich saubrutal in manchen Momenten. Das Gute ist, er macht es aber geschickt. Und die Charaktere sind, wie ich finde, klüger, als sie in solchen Filmen normalerweise agieren. Das heißt, du hast manchmal auch wirklich das Gefühl, ja, so würde ich theoretisch auch mal, so würde ich auch agieren und so würde ich das auch tun. Ich meine, der Film entwickelt nie wirklich Spannung, weil du immer irgendwie das Gefühl hast, du hast keine Ahnung, wer ist der Nächste, der jetzt stirbt und so ein Kram. Er ist halt schon ein bisschen so das Abarbeiten mancher Horror-Klischees, aber das macht er halt gekonnt und lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht. Und hier hast du wirklich das Gefühl, die wollten jetzt nicht irgendwie revolutionär sein oder so ein Kram. Die wollten halt einen Film machen für Halloween, wo du mit Leuten ins Kino gehen kannst und Spaß hast. Und das hast du bei Haunt. Und der hat auch keine Jumpscares und sonst irgendwas. Da verzichtet der komplett drauf. Er ist einfach nur ein Teenie-Slasher, der wirklich mit 93 Minuten kurz ist, knackig ist, Spaß macht, nicht gruselt. Also der ist auch nicht gruselig oder sonst irgendwas. Er ist halt einfach ein brutalerer Teenie-Slasher-Horrorfilm für zwischendurch. Und dafür ist der genau richtig. Und ich war auch überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der doch so gut ist. Und da hatte ich ihn damals auch, ich habe ihn jetzt, glaube ich, vor 4, 5 Monaten sogar schon gesehen, 3,5 Sterne gegeben. Ich fand ihn echt cool. Ich hatte echt Spaß mit. Ja. Okay, kann ich nicht viel zu sagen. Du sagst, das wäre ja auch nicht so meins. Naja, also er ist halt Aber nicht allein schon die gruselig, aber er ist Maske, ich schon. hasse Clowns. Genau, aber er ist halt sehr brutal, der Film. Ne? Also er ist schon sehr, sehr deftig. Deswegen ist er auch ab 18 zurecht. Okay. Aber ich würde da definitiv empfehlen, reinzugehen. Wir verlosen auch Freikarten zu dem Film. Also 2x2 Freikarten. Ich habe die jetzt noch nicht da. Ich krieg die bald noch. Aber die auf unserer Website unten verlinkt, könnt ihr mitmachen bei der Verlosung. Die geht noch bis Samstag. Also macht damit. Alles klar. Genauso wie zum nächsten Film, wo wir auch eine Verlosung haben. Übrigens, das perfekte Geheimnis haben wir leider auch eine Verlosung. Haben wir auch eine Verlosung. Nicht Oh, leider, leider auch. Haben wir nicht leider leider, auch. da haben wir keine Freikarten oder so ein Kram, sondern das Hörspiel zum Film. Oh, Hörspiel. Kann ich da auch mitmachen? Ich liebe Hörspiele. Da kannst du auch mitmachen, ja. Wow. Und ich glaube, wir haben noch eine Tupperdose Aha. und ein Poster. Ui. Aber das Poster kannst du wegschmeißen. Ich will das Hörspiel. Ja. Warum kann man das wegschmeißen? Es ist Elias Mbarek drauf. Oh Gott, ey. Nee, das brauche ich nicht wegschmeißen. Das hänge ich mir hin so als Dartscheibe. Du schneidest nur Elias Mbareks Kopf aus, den Rest hängst du Oh ja. hin. Oder du photoshoppst dich selber Komm, rein. wir tauschen das. Du schickst mir das Embarek-Poster und ich kaufe mir eins von Richard Gere und schick dir das Oh zu. ja, bitte.
Das kommt dann immer in den Hintergrund von der Aufnahme und dann sieht ja, man die ganzen Pfeile da, drin. Da hänge ich dann hin. Bohemian Rhapsody kommt weg und dann hänge ich da das andere hin. Genau. Genau. Richard Gere im Großformat. Ja, ich hasse Ja. Richard Gere. Okay, dann zum nächsten. Und das ist ein Horrorfilm, der ist was für dich. Und zwar Scary Stories to Tell in the Dark. Hatten wir es ja schon vorhin. Genau, hatten wir vorhin schon. Wir haben da nämlich auch eine Verlosung, deswegen auch auf der Website gibt es das. Da gibt es einen Jutebeutel, ein Poster und ein Nudis-Buch. Und es geht quasi um ein Mädchen, was mit Freunden, die sie dann kennenlernen, in ein verlassenes Spukhaus gehen und finden dort einen geheimen Raum und ein Buch. Und dieses Buch, was sie dann öffnen, sorgt dafür, dass jeder, der in diesem Raum mit war, stirbt. In einer scary Story. Also nicht unbedingt stirbt, sondern ihm passiert vielleicht was. Und diese Geschichten in diesem Buch schreiben sich selber quasi mit den Leuten, die dann in diesem Raum waren. Und das ist halt quasi jetzt nicht unbedingt ein Horrorfilm, denn ich finde, und das finde ich jetzt wirklich beängstigend scheiße, dass sie diesen Film ab 16 gemacht haben. Denn Scary Stories to Tell in the Dark ist der perfekte Film, um ihn ab 12 zu machen, um damit tatsächlich ein jüngeres Publikum langsam an das Horrorgenre heranzuführen. Denn er hat keine Jumpscares, er ist nicht wirklich so jetzt auf Schocks aus, sondern er ist zum Gruseln. Und wie lange hatten wir schon keinen Horrorfilm mehr, der wirklich einfach nur ein Zuschauer gruseln lässt? Und das finde ich halt wirklich toll. Du sitzt halt nicht da und musst irgendwie Angst haben, dass gleich wieder irgendwer aus der Ecke rausspringt, sondern du hast eine schöne, scary Geschichte, wie du es, keine Ahnung, von, kennst du Disneys große Pause? Ja, Genau, und da hatten sie und ja da die Horror. Genau, Halloween-Horrorfolge. und das ist Scary Stories to Tell in the Dark auf Film gebannt. Und das ist halt das Tolle. Der Film macht unfassbar viel Spaß. Alle Monster, die es in diesem Film gibt, sind Make-up. Ja, also die sind Menschen in Kostüm und so ein Kram. Und das liegt auch daran, dass Guillermo del Toro hier produziert hat, der sowas wie gemacht hat wie Hellboy, Shape of Water oder Pan's Labyrinth. Der kennt sich damit aus. Und das ist wirklich der perfekte Halloween-Film. Du guckst ihn dir Okay. an, du hast ein bisschen Grusel. Das ist aber auch nicht so Grusel, dass du wirklich Angst hast danach, sondern es ist wirklich ein wirklich angenehmer Jugendfilm. Und warum sie den ab 16 gemacht haben, Gott, ich versteh's nicht. War jetzt gerade mein Gedanke, dich zu fragen, weißt du, warum wir den ab 16 gemacht haben? Nee, überhaupt nicht Ich meine, tatsächlich. das Cover sieht jetzt schon so aus, als wäre es brutaler, aber wenn du ihn schon gesehen hast, Der dann. ist nicht brutal, also es kommt nicht mal Blut vor. Ja, gut, ja, Es gibt keine Ahnung. vielleicht eine kleine Szene mit Spinnen, also, aber es ist Ich jetzt fände nicht es ja wirklich. sehr interessant, wenn mal hier die, was ist die FSK für Filme, oder? Ja. Ja. Wenn die mal irgendwie so einen Grund nennen würden, Das wenn steht es da auf irgendwie der bei F. Website. Du kannst da drauf, das steht da. Hast du mal geguckt? Nee, bisher noch nicht. Aber Hm. also ich habe ihn Stimmt, ja, wie wahrscheinlich zu gesagt, auch spät. gesehen, bevor der Film überhaupt rauskam. Also ich verstehe halt wirklich nicht, warum sie den ab 16 gemacht haben, weil der Film, ich meine, es gibt ein Monster beispielsweise, das ist eine Corpse, also eine Leiche, ne, die ihren abgeschnittenen Zeh sucht. Aber du siehst halt nicht, wie der abgeschnitten wurde, sondern dass sie halt nur einen Zeh nicht hat. Und das ist halt alles. Ich meine, es ist nicht eklig oder so. Es ist halt ein bisschen, es ist halt scary. Und Ja, mehr, wie der Titel schon sagt. ja, aber mehr ist es halt auch nicht. Und also es besteht keine, ich finde, es besteht keine Überforderung, wenn ich da jetzt ein 12- oder ein 13-jähriges Kind hinsetze und mit denen, mit Popcorn und so, abends im Arm diesen Film gucke, wenn es Kinder sind, wenn man Kinder hat, ne? Und dann guckt man diesen Film und dann besteht kein Grund dafür, Angst zu haben, dass es davon Albträume gibt. Weil, oder sonst irgendwas. Der Film hat keine dissoziative Problematik. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und deswegen finde ich auch, alle Zuschauer, wenn ihr jetzt ein Kind habt, ja, und der Film irgendwann auf Blu-ray-DVD rauskommt und euer Kind ist, keine Ahnung, 12, 13 rum oder wird gerade 12, 13 und es hat halt Interesse an dem Horrorgenre, weil das haben Teenager in dem Alter ja normalerweise eigentlich, die Mehrzahl halt hauptsächlich, dann führt die langsam an das Genre heran mit Scary Stories. Das ist der perfekte Film dafür und mehr kann ich auch nicht sagen. Ich fand den super, ich war überrascht, ich hatte richtig viel Spaß und ich habe mich auch ab und an gegruselt. Und das hatte ich lange nicht mehr und da war ich echt glücklich drüber. Ja. Und deswegen finde ich, ist da auch was für dich. Okay.
Ich bin gerade nebenbei auf der FSK-Seite und gucke, ob ich da irgendwie mal was finde. Ja, du kannst oben ins Suchding Ich hab den Film schon, aber hier funktioniert auf der Seite nichts, weil Nee? scheiße. Okay, dann gucken wir nachher mal nach. Gucken wir nachher mal. Ja. Aber ich finde ihn toll. So, kurz gesagt. Nee, ist gut. Also, können wir uns ja mal mit beschäftigen, ob ich mir den mal angucke. Genau. Ich glaub, der könnte dir gefallen. Ich meine, der, seien wir mal ehrlich, der Trailer ist definitiv zu viel auf typische Horror-Klischees geschnitten, also macht dir da keinen. Sagen wir mal so, meine Erwartungen an andere Filme, die ich über diese Woche gucken musste, die deutlich, wo ich gesagt habe, die wären deutlich schlimmer, als sie letztendlich waren, die waren auch sehr hochgestört. Ich glaube, du weißt, was ich meine, aber wir kommen ja noch Ja. zu. Ich glaube, wir denken an dasselbe. Eine Wurmdoku, ja. David Cronenberg hat jetzt Schluck auf, weil wir beide an ihn denken. Gut, dann kommen wir zum Woher kommt das denn? Hicks. Oh Gott! Da denkt wieder jemand an meinen ersten Da macht Film. wieder jemand einen Hicks! Podcast. Sind wieder die ohne Hose, Leute. Hicks! Gut, kommen wir zum letzten Film, der diese Woche stand. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich möchte darauf aufmerksam machen, deswegen habe ich ihn als größten diese Woche ausgewählt. Nämlich heißt er Das Porträt einer Frau in Flammen, beziehungsweise heißt es im Englischen Portrait of a Lady on Fire und ist eine Buchadaption. Es geht um ein junges Mädchen, was eingeladen wird auf eine Insel, um ein junges Mädchen zu zeichnen, was verheiratet werden soll. Ja. Und die eine möchte nicht verheiratet werden, und auch nicht gemalt werden. Aber sie versucht trotzdem ihren Auftrag zu erfüllen und versucht dann aus dem Gedächtnis heraus, indem sie viel Zeit mit ihr verbringt, sie zu malen. Doch je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto mehr merken sie, dass sie sich ineinander verliebt haben. Und das ist quasi die Geschichte dieses Films. Und er gilt aktuell als absolut riesiger Oscar-Favorit. Er steht bei einer 94 auf Metacritic, auch bei 30 Arthaus oder? Arthouse, ja. Und soll super ambivalent sein, soll langsam erzählt sein, visuell herausragend und die Darsteller sollen auch super sein. Und wir haben auch eine Verlosung schon online. Wir verlosen zwei Freikarten für diesen Film. Also wer den sehen möchte, macht da mit. Er läuft leider nicht in vielen Kinos. Und ich denke, ich habe ihn ja wie gesagt leider noch nicht gesehen und ich verlasse mich jetzt wirklich nur auf die internationalen Kritiken und auf die Kritiken von den Leuten, denen ich auf Letterboxd und so folge. Und der ist ähnlich bewertet wie Parasite. Und ich habe hohe Erwartungen und ich möchte wirklich, dass zumindest solche Filme ein Publikum bekommt. Und deswegen versuche ich ihn jetzt möglichst ans Ende der Kinostart zu packen, damit er euch im Gedächtnis bleibt und ihr vielleicht, wenn ihr den Namen nochmal hört und im Kino seht, ah, da ist vielleicht ein Film, der wirklich gut ist. Im Gegensatz zu sowas wie Das perfekte Geheimnis, was du an allen Ecken und Enden findest, wie Sand am Meer, hast du hier vielleicht das Gute, dass du ihn nicht immer wieder siehst oder dass es den seltener gibt oder du ihn einfach nie beachtest, weil er nie Werbung kriegt. Ich meine, der Film hat keine Werbung im Internet, im Fernsehen oder sonst wo. Er wird untergehen. Er steht nicht mal auf der normalen Seite, wo ich eigentlich die Kinostarts raussammle, weil er zu klein ist. Den kennt keiner. Das finde ich eine Schande. Deswegen gebt diesem Film das, was er verdient. Guckt ihn euch an. Sprecht darüber. Mundpropaganda ist das Wichtigste, was so einem Film passieren kann. Sprecht ihn, besprecht ihn, erzählt es anderen, dass der gut ist, wenn er gut ist, dass er gut ist, dass andere da auch reingehen. Das ist wichtig für das Kino, sonst besteht es bald nicht mehr. Und wir haben nur Avengers. Oder Til Wir haben Schweiger-Filme. nur Avengers. Das ist ein guter Wort. Das ist ein gutes Stichwort. Ja, tut mir leid, also ich gucke mir lieber sowas an, als mir nochmal den x-ten Absolut. Ich Avengers guck mir. anzusehen. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich und ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Momentan ist Avengers bei mir so durch, dass ich mir alles lieber angucke. Ja, ich kann Marvel nicht mehr sehen. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Und, Und ich bin sowieso momentan aber auch allgemein genervt von jedem größeren Franchise. Ich habe echt mal genau. Bock auf was Neues. La Sei auch N, Disney, Star Wars beispielsweise. und sowas. La N kannst du auch nehmen. Was passiert mit dem Kino, wenn nur so ein Schwachsinn gezeigt wird? Richtig, wir verrohen. Innerlich. Oder Martin Scorsese hat mehr zu twittern. Aber der Mann kann sich's auch leisten. Der Ja. Der Mann kann sich's auch leisten. Martin Scorsese recommends. Sei gut. Er war echt gut.
Nee, aber auf jeden Fall, ich verstehe, was du meinst. Ja. Kannst du dem Film nicht viel sagen, aber ja. Ich kann nicht, was du meinst. Ich gucke ihn am Montag. Also ich gucke ihn, nee, ich gucke ihn nicht am Montag, ich gucke am Dienstag. Also am Dienstag sehe ich ihn, werde nächste Woche Donnerstag was darüber sagen. Alles klar. Ja. Okay. Gut, Heimkino. Sachen. Ja. Haben wir nicht so viel. Ich habe einen kurzen, bevor ich es vergesse, weil ich hatte eben einen Gedanke, du kannst ja sagen, ja oder nein. Wir haben jetzt den 31. Das wäre doch eigentlich als kurze Überlegung perfekt, um vielleicht mal ganz kurz über die neuen Netflix-Sachen des nächsten Monats zu, wenn du da Bock drauf nächsten hast. Nächsten Monat? Ich meine, jetzt ist der 31. Morgen beginnt der nächste Monat. Und jetzt könnten wir ja eigentlich so quasi special als Monatsende sagen, was wir zumindest im nächsten Monat empfehlen können. Da habe ich aber keine Maske für, aber wir können natürlich... Nee, ja, aber das war jetzt mal so ein schneller Gedanke, weil wir haben, glaube ich, noch nicht am 31. was gehabt. Ich habe schon mal so eine Seite offen. Eine gute Seite. Müssen wir jetzt nicht jetzt machen, vielleicht auch Richtung Ende oder irgendwo reinfügen. Genau, machen wir das, glaube ich, am Ende, weil jetzt können wir reinquetschen, ist halt ein bisschen streng. Nur bevor ich es vergesse, wollte ich es ja sagen. Genau, aber es sind auf jeden Fall Sachen dabei, die... Besonders morgen kommt schon was raus, den werden wir sehen müssen. Da können wir ja gleich mal durchgehen. Ja, ja. Ich habe schon eine Seite offen, wo alles irgendwie steht. Dann, ja. Können wir auch theoretisch dann wöchentlich machen, wenn ihr jetzt halt nicht zuguckt. Und dann, also mein Gedanke war halt, weil das immer im Monat aktualisiert wird. Ich habe es halt eben gerade gedacht, das wäre eigentlich einmal im Monat vielleicht so Richtung Ende der letzten Folge. Aber ich glaube, wir lassen die Serien aus, weil dann haben wir sonst Bollywood-Serie XY und noch eine Bollywood-Serie. Wenn ich jetzt eine Serie habe, die ich auf jeden Fall total geil finde und die vielleicht, also gibt halt auch viele Serien, die echt neu sind oder die ich kenne oder die jeder kennt. Ja, also Atypical kommt morgen halt die dritte Staffel raus. Ja gut, okay, für die Fans, die das mögen. Wir kommen ja heute noch dazu. Genau. kommen wir nachher noch zu, aber wir kommen jetzt erstmal zu den Heimkinostarts. Und da kommen wir zu einem, wo ich ein bisschen überrascht war. Nämlich Godzilla 2 King of the Monsters. Kurze Frage. Godzilla 2 habe ich nicht gesehen. Gehört das jetzt nicht zu diesem... Also sie wollten noch ein Universum aus Kong Skull Island machen. Genau, das ist es. Der zweite, genau, ja. Da gehört das dazu. Genau, der erste Godzilla gehörte schon dazu, das war der Startschuss. Dann kam Kong Skull Island und Godzilla King of the Monsters. Ich habe mir Kong Skull Island... Ich habe ihn angefangen und ich konnte ihn nicht lange gucken. Ich fand den so scheiße. Ich fand ihn echt cool, aber das verstehe ich, wenn man ihn nicht mag. Und dann war auch schon gleich der Gedanke, da habe ich gemerkt, ach, die machen da ein Universum draus. Nee, da gucke ich schön nicht rein. Und ich mochte den gar nicht. Aber ich bin ehrlich, Godzilla King of the Monsters ist der beste... Und auch einer der visuell besten Filme des Jahres. Okay. Er steht auch für mich so, also er steht auch auf unserer Scene Talk Shortlist drauf. Hey. Unter anderem für Blockbuster und für visuelle Effekte. Auch für Ton, glaube ich, weil was der Film für ein audiovisuelles Setup hat, ist der Hammer. Also hier wird die komplette Welt in Schutt und Asche gelegt. Und man hat so einen Spaß, weil es erstens eine gute Kamera hat. Es sind Szenen, die kannst du dir quasi screenshotten und an der Wand pinnen. Das ist echt geil. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du jetzt einen Film guckst und erwartest, der Film hat Geschichte, dann vergiss es. Die Geschichte ist rudimentär, die ist einfach nur, um von einer Actionsequenz zur nächsten zu gelangen. Mehr ist es nicht. Aber was er macht, ist halt, er macht's spaßig. Und dir ist es in dem Fall dann egal, ob der Film wirklich viel Geschichte hat oder nicht. Er ist kurzweilig und er fühlt sich irgendwie angenehm an. Und so hast du ab ungefähr Minute 30, wo dann wirklich dann die ersten Viecher aufeinander eindreschen, macht das einfach ein Monsterspaß. Und apropos Monster, ne? War der mit Bryan Cranston? Nein, der erste war mit Bryan Cranston. Ah. Ja. Der ist jetzt mit unter anderem Millie Bobby Brown. Okay. Die, also Eleven aus Stranger Things. Und ja, ich würde dem empfehlen, das ist wirklich so mit der, also ich finde sogar mit einer der besten Blockbuster des Jahres, wenn man, also ich würde jetzt beispielsweise den Joker nicht als Blockbuster zählen, sondern wirklich so ein richtig Big Budget Film, dann ist Godzilla King of the Monsters definitiv unter den Top 3. Aber war der so teuer? Ja. Ich glaube, der hat 200, 250 Millionen gekostet, locker. Also das siehst du auch, dass der teuer war. 170. Okay, 170. Ja, der war teuer. Also über 100 Millionen zählt bei uns dann bei den 10 Ja, schon, aber ich wollte jetzt trotzdem mal gucken. Na naja, gut, 170 bis 200, so. Ja, und ich finde, der zählt definitiv unter den Top 3 da. Den werde ich mir auch definitiv nochmal ansehen. Der macht Spaß. So oder so, was ist denn deine Meinung? Also jetzt abseits von dem Film, was ist denn deine Meinung? Braucht man von sowas im Universum? Nein. Denke auch nicht. Weiß nicht. Vor allem nächstes Jahr. Dann... Ja.
Sowas wie Godzilla gegen King Kong, das Kommt gab's ja ja, glaube nächstes ich, Jahr. sowieso schon mal. Ach, gibt's das? Ja, Ja, da machen sie einen Zweiteiler sogar draus. aber sowas ist auch genau das, wo ich halt weiß, da gehen die Leute rein. Ja, aber ich hätte tatsächlich bei Godzilla King of the Monsters war ein Flop. Finanzieller. Ja. Ja, Und das finde kann ich ich mir. schade, weil der qualitativ Aber sogar gut war. Richtig war gut. der allgemeine Flop, also in Ja. Deutschland garantiert, Der war aber. kein allgemein Flop, der war hinter den Erwartungen. Gerade Asien ist ja total geil auf die Monsterfilme. Ja, aber selbst da nicht. Also der Film ist wirklich leider baden gegangen. Was schade ist. Okay. Nee, gut. Also seitdem gibt es auch keinen Kinostart irgendwie für den nächsten Film. Also, ne, vielleicht haben die jetzt gedacht, okay, Godzilla kommt jetzt doch nicht so gut an, lassen wir es weg. Dabei ist der Film so gut. Würden die eine Fortsetzung daran machen, ob der Film qualitativ gut ist oder nicht, dann wäre es doch irgendwie fairer. Ja. Scheiß doch mal auf dieses ganze Geldkram, ne? Oh nein, wir müssen immer alles, wir müssen ganz, ganz viel Geld haben hier, Ja, reich und so. das sagst du jetzt, aber so Ja. funktioniert mittlerweile leider das Franchise-Kino nicht. Ja, aber ich werde zum Beispiel auch nie Franchise-Kino machen, wenn ich mit meinem Studio fertig bin. Das habe ich mir selber Nee, geschworen. das sagt ja auch keiner, aber ich meine, wobei, ganz ehrlich, wenn ich sagen könnte, ich profiliere mich dadurch durch das Budget und verdiene da gut durch, ist bei mir egal, würde ich machen. Ich Und nicht. selbst wenn ich das nur mache, das machen ja auch manche Regisseure. Irgendeiner hat doch zuletzt, ich weiß nicht mehr, was der gemacht hat. Ach, der, war das nicht der von Avatar? Der dann irgendwie James erstmal irgendwie Cameron? für Disney noch, der, genau, der für Disney noch was machen wollte, vorher, weil, ich glaube, das war Ah, Cameron oder was. ja, hier, der wollte Akira remaken, den Anime für Universal oder Und so. zwar, dass er halt ein bisschen bekannter wird und damit er auch Möglichkeiten hat für Avatar 2 wieder. Achso, ja, nee, das So wäre James diese Cameron, aber Art. den kennt ja jeder schon seit Terminator 2 damals. Ja, der Ja, auch. es geht ja aber bei Avatar 2 mittlerweile so darum, dass viele sagen, ich brauche kein Avatar 2 und ich gehöre auch dazu. Ich brauche auch keinen. Vor allem jetzt nach Terminator Dark Fate. Komme ich Ja. nachher noch zu. Gut, aber wie gesagt, Godzilla King of the Monsters, guckt euch noch an, ist cool. Dann haben wir noch Longshot und das ist die beste Komödie des Jahres. Mit Seth Rogen und Charlize Theron. Es geht quasi um einen Journalisten, gespielt von Seth Rogen, der introduced wird mit einer der lustigsten Szenen, die ich seit Jahren gesehen habe. Ich habe mich bepisst vor Lachen am Anfang. Gott, war das gut. Und er ist das Kind gewesen, was sie, Charlize Theron, als mal gebabysittert hat. Und er trifft sie dann irgendwann auf einer Party. Und von nun an soll er für sie, weil er ein guter Journalist ist, die Reden schreiben. Weil sie Politikerin ist und sie möchte Präsidentin werden. Und sie ist auf bestem Weg dahin. Und das ist eine politische Komödie, also der erinnert ein bisschen sehr an, wie hieß er denn jetzt hier mit Hugh Grant, auch Richard Gere, Pretty Woman und Notting Hill. Daran erinnert der Film sehr. Aber er ist deutlich lustiger, charmanter, kurzweiliger und einfach irgendwie spritziger. Ich finde, hier funktioniert einfach irgendwie alles. Ich fand die Chemie zwischen den beiden geil. Ich fand den Humor super. Er ist nicht zu drüber, nicht so ein Pipi-Kaka-Kotze-Humor, sondern er ist menschlich. Und er ist auch gesellschaftskritisch teilweise und der Film scheut sich auch nicht, Leuten wie Trump hart in die Fresse zu hämmern. So fest sie können. Denn sie haben beispielsweise in dem Film Präsidenten, der eigentlich ein Schauspieler ist und dem eigentlich sein Land egal ist, und Hauptsache er macht geile Filme. Gespielt von War dem jetzt nicht angelehnt an Ronald Reagan zufällig. ein bisschen und der wird gespielt von dem Anwalt aus Breaking Bad. Wie heißt er? Ja, Bob Bob Odenkirk, Odenkirk. ja, genau. Auch der Gollum-Darsteller hat eine richtig geile Rolle, aber Ah. da muss man gut hingucken. Ich fand den Film super. Und das ist so, es gibt ja pro Jahr so zwei, drei Filme, wo ich weiß, die gucke ich sehr oft. Ne? Also nicht nur jetzt, keine Ahnung, Parasite werde ich wahrscheinlich auch aufgucken und Longshot definitiv. Der wird zwei, dreimal im Jahr wird der in meinem Blu-ray-Fach landen und dann sage ich hier, ja komm, hier habe ich Spaß. Den gucke ich, den mag ich. Und Trailer hat mich gar nicht gekriegt, muss ich ich ehrlich glaube, der sagen. Film kriegt dich am Ende. Ich glaube schon. Also der Trailer ist auch lame, Ja, tatsächlich. ich musste den Trailer so oft gucken, weil der lief bei jedem Film bei uns im Kino, lief dieser Trailer davor. Ja, also. Aber wie gesagt, gebt ihm eine Chance. Im Trailer sind wirklich nicht die besten Gags. Und das ist das Gute. Das passiert heutzutage ja wirklich Das zu passt oft. jetzt sehr selten tatsächlich. Ja,
Und wird alles verpulvert im Trailer und dann gehst du rein und das kennst du schon von dir. Ich meine, guck dir einfach nur die ersten 10 Minuten an und du liegst auf dem Boden, weil ich habe damit nicht gerechnet und ich meine, mein ist so gut. Er ist echt wirklich gut. Kann ich mich ja nochmal überraschen lassen. Er ist wirklich richtig gut. Also ja, Longshot, toller Film. Dann weiter im Text mit Tolkien. Das ist die Geschichte hinter dem Autor der Herr der Ringe Bücher. Es geht quasi um den Autor J.R.R. Tolkien, der die Bücher geschrieben hat, hat sich auch gerade verliebt, doch dann kommt der Erste Weltkrieg daher und er wird eingezogen. Das ist quasi die Geschichte. Und ja, der Film ist lame. Du erwartest... Bei 112 Minuten? Ja. Er ist wirklich, er fühlt sich zu lang an, er legt den Fokus falsch, sondern eher auf die Beziehung. Es ist halt eher eine Romanze als alles wirklich andere. Und das alles hinter dem Buch, hinter Herr der Ringe und so ein Kram, worum es ja eigentlich geht, ja, den sollte, fällt halt in den Hintergrund. Es geht halt eher um den Krieg und um seine Liebe dazu und wie er halt das schreibt, ne, weil er dadurch die Sachen kanalisieren kann, die er halt im Krieg gemacht hat. Aber es geht halt hauptsächlich um die Liebe zu seiner Frau, die er halt nicht sehen kann. Gut, es muss ja nicht nur um das Buch gehen. Klar ist das, wodurch man ihn heute noch kennt, aber... Ja, aber meine Güte, es ist halt stinkend langweilig. Es ist das gleiche wie jede andere tragische Dramaromanze. Gibt's das als Roman vielleicht schon, dass das jemand mal geschrieben hat? Weil als Roman kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie, ja, so Romanzenliebhaber irgendwie interessieren würde. Als Film zieht das wohl nicht. Ich glaube nicht. Wüsste ich nicht. Also, finde ich jetzt auch irgendwie, weil ich, wenn ich den jetzt, wenn ich was über ihn sehen will, dann will ich halt auch mehr über das Buch sehen und oder ja, die Geschichte, die er geschrieben hat, ob die irgendwelche Zusammenhänge mit seinem Leben hatten oder sonst Kram, finde ich das jetzt ein bisschen lahm, so Romanzen und kannst du, was machst du denn da? Nein, das hat die Jungen etwas. Total professionell. Ich habe noch Chicken Nuggets von heute Mittag. Chicken Nuggets haben. Wie war das letztes mit Food Inc.? Alles ganz schlimm, man darf das nicht unterstützen. Ja, ist kein Fleisch. Böse. Hallo, ich bin Johnny und ich sage euch, esst kein Fleisch. Ich bin auch absolut vegetarisch. Das ist nie Fleisch. Das hier ist kein Fleisch. Okay. Gemüse. Lecker. Nee, alles gut. Kommen wir weiter im Klartext? Haben wir jetzt hier einen ASMR-Podcast oder was? Der war nicht ganz durch. Du musst jetzt nicht fressen, ey. Der war nicht ganz durch. Wofür werde ich denn nicht bezahlt? Ich weiß es nicht. Aber die Panade ist gut. Okay. Kommen wir zum nächsten. Danke. Nämlich Free from Hell. Der neue Film von Rob... Porno-Kacke. Absolut richtig. Und das ist der neue Film von Rob Zombie, der für sowas bekannt ist. Ich meine, der heißt Rob Zombie, also... Ist das nicht derselbe, der auch Lieder macht? Nee. Ja, doch. Ja. Und das ist der dritte Teil seiner Trilogie. Und zwar, der erste hieß House of Thousand Corpses, der zweite heißt The Devil's Reject und der dritte heißt Free from Hell. Und die drei aus der Hölle sind quasi auf der Flucht, sie sollen ins Gefängnis gepackt werden, doch sie haben nichts verlernt und sehen nach Rache und metzeln alles ab, was ihnen in den Weg kommt. Das ist die Geschichte. Ja. Gesehen habe ich ihn nicht, weil ich wollte nicht. Weil der soll einfach nur ekelerregend sein. Er soll halt einfach wirklich nur Folterporn sein, wo du dich daran ergötzt, wie Leute auf bestialische Art und Weise ermordet. Meine Vermutung, das ist halt Rob Zombie-Style. Ich habe nicht viel mit dem zu tun. Ich kenne, glaube ich, ein paar Lieder von ihm. Der macht nur so eine Filme. Ja, aber ich meine, der hat halt auch, glaube ich, also ich kenne ihn eher so aus Bereichen, wenn ich richtig liege. Und, ich glaube, der wird seine Fans haben, die sowas total geil finden. Ich gehöre nicht dazu. Ich auch nicht. Also ich werde mir auch nicht angucken wahrscheinlich. Ich habe da kein Interesse dran, mir jetzt 114 Minuten lang anzusehen, wie Leuten, keine Ahnung,
der Kopf in Hälften gespalten wird und mehr nicht. Und Ach, Two-Lane Blacktop war das. Ja, ich gucke gerade an. Das brauche ich nicht, persönlich. Also, nee. Aber liedertechnisch denke ich mir schon, dass irgendwie seine Fans anspricht. Ja. Ist halt, und vielleicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Die Fans von der Trilogie jetzt, von den letzten zwei Teilen, definitiv. Aber den Leuten ist auch nicht mehr zu helfen, von daher. Viel Spaß. Jeder guckt das, was er gucken will. Genau, lasst euch helfen. Und guckt kein Avengers. Genau. Und jetzt darf ich gar nicht so oft sagen, dann kriegen wir hier gleich ganz viele Idee ab. I don't give a shit. Ey, ohne Scheiß, bei Marvel-Filmen ist es gefährlich. Bei Star Wars natürlich auch, aber... Also quasi... Star Wars kann ich mittlerweile auch nicht mehr sehen. Nachdem sie es jedes Jahr aus dem Disney-Konzern gehört, sagen wir es mal so. Ich hasse auch Frozen, also bitte. Oh nee, Frozen habe ich gar nicht so gehasst. Ich fand immer das furchtbar, die Lieder überall zu hören, aber letzten Endes war es, der Hype überspielt wurde. Egal. Nächster Film, nämlich Five Feet Apart. Und zwar ist das eine süße Rom-Com im Stil von The Fallen Our Stars. Das ist quasi halt wie so eine typische Buchadaption. Diesmal aber mit dem Darsteller aus Hotel Zack & Cody. Echt? Ja, das ist Cody. Das ist Cody? Ah. Cole Sprouse, glaube ich. Cole Sprouse, genau. Und der spielt fantastisch, genauso wie seine Co-Darstellerin. Und das ist ein Film, den würde ich jedem empfehlen. Aufgrund dessen, dass er die Konvention dieses Genres knickt und biegt und auch mal selber irgendwie ein bisschen was Neues wagt. Er schafft es nicht immer. Manchmal wirkt es halt auch typisch genrekonform. Aber der Film ist süß. Und er ist wirklich schön. Es geht nämlich um die beiden, die beide dieselbe Krankheit haben. Und sie sind halt, haben eine sehr schwere, ich glaube, Autoimmunkrankheit. Das heißt, je näher sie sich, wenn sie sich zu nähern, dann können sie krank werden und daran sterben. Das heißt, sie können nie mehr als 5 Spritze zueinander gehen. Und es gibt eine sehr schöne Szene, wo die dann Schlittschuh fahren. Und damit sie miteinander Schlittschuh fahren können, haben sie so eine Stange in der Mitte, wo sie sich auf der anderen Seite immer festhalten und dann quasi so miteinander Schlittschuh fahren. Ist das jetzt eine echte Krankheit, die es gibt? Ja. Okay. Ja. Also das ist halt nur so ein Rundding, dass man sagt, geh nicht 5 Schritte näher ran, weil das ist halt quasi die Blase, die du hast, wo halt du quasi, ne? Ja. Und der Film ist wirklich schön. Und mein Gott, ich musste ab und an sogar mal mit mir ringen, dass ich keine Träne vergieße. Ha, ja, ich weiß, ich bin nah am Wasser gebaut, aber Gott, der Film war schön. Und weißt du eigentlich, ob beide Frost-Zwillinge noch Schauspielerisch sind? Also Schauspieler? Ja. Beide noch. Ich sehe gerade, Cole ist bei Riverdale, das ist bei mir irgendwie schon negativ. Riverdale ist furchtbar, aber Cole kann deutlich besser spielen als sein Bruder Dylan. Ja. Kennen die beide noch, Hotel Zack & Cody. Also hier ist er wirklich, wirklich toll. Also hier ist Cole richtig toll und ich fand den Film schön und das ist ein perfekter Film für, keine Ahnung, gerade frisch verliebte Paare oder Teenager, gerade, keine Ahnung. Irgendwie, ich finde, der ist toll und den würde ich dir auch empfehlen zu schauen. Der wird dir auch gefallen und am Ende sagst du, oh, war süß. Oh, ich will wieder Mama Mia gucken. Voll süß. Mama Mia. Gut, dann weiter im Text. Ich glaube, das war die Kinostart. Ja, genau, das war die Kinostart. Wir kommen nämlich jetzt zu einem Film, den wir uns gegeben haben. Und zwar Freaks. Oh. Ich weiß nicht, ab wie viel Jahren der ist, deswegen habe ich einfach mal 16 draufgepackt. Ich glaube nicht, dass er ab 16 ist. Ich glaube, der war ab 12, aber ich habe einfach mal... Ja, das ist heute ein bisschen schwierig zu sagen. Der war ja sogar indiziert, als er... Ja, er hat, beziehungsweise nirgendwo, wo ich geguckt habe, gibt es eine Altersfreigabe, die sagt, wie viel Jahren der Film ist. Deswegen tippe ich einfach mal... Auf 16, also. Ich glaub's nicht, aber ich hab's einfach mal. Was? 19.959 kam der Film. Ja, tut mir leid, ich hab eine 19 zu viel. Excuse mich, 19.969. Was? 1909, also in Deutschland kam er tatsächlich zum ersten Mal im Fernsehen 1969, aber erst aus dem Jahr 1932. Er ist ja eh aus Österreich, also von den Nachbarn. Man hat ja da teilweise sogar deutsche Sprecher. Ja. Also. Ich habe Freaks gegeben und zwar auch aus dem Grund, weil Johnny ja immer meinte, ich gebe immer Kinderfilme und sonst was und ja, ist jetzt vielleicht nicht der schlimmste Film überhaupt, aber es ist jetzt kein Kinderfilm. Boah, ich habe mich gegruselt, Junge. Freaks ist ein uralter Film, ein Klassiker tatsächlich. Ich hatte damals den
die erste Verbindung dazu, weil ich damals selber bei Wikipedia ganz oft nach Freaks gegoogelt habe, nachdem ich mal, glaube ich, das Löwenmädchen gesehen habe oder irgendwas habe ich gesehen, wo es dann darum ging und mir war das komplett neues Thema und das hat mich interessiert und da habe ich irgendwann bin ich darauf gestoßen, dass es diese Filme gibt, wo damalige ganz, ganz viele Freaks oder Missgestaltene oder andere Menschen, wie man es jetzt auch nennen will, früher waren es halt wirklich Freaks mitspielen, also echte. Und das, finde ich, tut dem Film auch viel zur Sache. Die Handlung, das zu beschreiben, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen, ja, ein bisschen schnell gemacht. Also im Prinzip geht es halt darum, man hat diesen Zirkus, diese Freaks werden quasi vorgeführt in einem Zirkus und man hat Attraktionen, wo sie halt irgendwie, was weiß ich, die siamesischen Zwillinge werden dann irgendwie gezeigt und es wird sich über die lustig gemacht, dass die immer nebeneinander laufen und aneinander festgebunden sind. Kleinwüchsige heiraten dann, weil die, ja, total lustig aussehen in Anzügen. Ja. Es ist eine Vorführung eigentlich. Und der Film beginnt damit, dass Leute in einem, ja, dass Leute in einer Vorstellung in einen Kasten gucken. Man sieht nicht, was im Kasten drin ist. Die Leute schreien auf, total schockierend. Und dann sagte der Präsentator, das hier war einmal eine Trapezkünstlerin. Und dann quasi die Handlung des Films, um es sozusagen ist, wie aus, du siehst ja erstmal nicht die Schachtel, wie aus dieser Trapezkünstlerin einmal diese scheußliche Gestalt, die man erstmal nicht zu sehen bekommt, wird. Und das ist so die Handlung. Es geht dann darum, dass es das eigentlich eine totale Arschkuh ist, also wirklich eine richtige, ja. Weißt du, die hat halt ihren Typen und das sind beides normale, wenn man so will. Also sie ist halt auf dem Trapez und der Typ ist halt so ein Muskelpaket und die erniedrigen alle und sonst was und sie will dann halt einen kleinwüchsigen heiraten, den Hans. Er ist nicht klein, ich glaube, er ist nicht kleinwüchsig, ich glaube, er hat so eine Krankheit, dass du halt im Körper eines, dass der Körper nicht weiter altert, aber der Geist ihn zu schonen, das gibt ja wirklich die Krankheit. Aber ich weiß aber nicht, ich glaube, in dem Bereich ist ich. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie falsch ausdrücken. Ich glaube, es war nicht kleinwüchsig. Aber ich glaub, es war was anderes. Auf jeden Fall ist jetzt, ja, er ist halt sehr klein und ist doch deutlich älter eigentlich, als er aussieht. Und auf jeden Fall, sie bekommt mit, der hat Vermögen geerbt und will ihn jetzt heiraten. Danach will sie ihn umbringen. Vergiften, mit, ja. Mit Vergiften und er ist aber nicht ganz blöd. Und naja, es ist halt eine Sache, auch die Freaks halten zusammen. Und, wer einen beleidigt, dieser Freaks, da halten sie wirklich alle zusammen. Wo sie immer erniedrigt werden, so unfair. Albert. Und das ist ein sehr alter Film, was man merkt. Er ist auch nicht besonders lang. Er geht in dieser Fassung 100 Minuten. Das Problem ist, der Film ist sehr geschnitten worden damals, weil für das damalige Verhältnis war das unfassbar grausam und es ging gegen jede Moralvorstellung, dass man solchen Menschen, weil das halt wirklich für viele gar keine menschlichen Gestalten mehr waren, überhaupt eine Plattform gibt, haben die schreiend die Kinos verlassen, weil das gegen ihre Moral ging. Verstehe ich nicht. Oh, gut. Also mindestens 20 bis 30 Minuten mussten geschnitten werden. Das ist halt leider das Ding, du kriegst heute nirgendwo so die eine Fassung. Weil das ist auch wahrscheinlich war der 90 Minuten lang, so das typische Spielfilmlänge von damals. Ja. Und ich persönlich, also es ist für viele auch so ein Film, der sehr schockend ist und das ist ein Klassiker. Ich persönlich fand ihn teilweise sehr mitreißend, einfach aus dem Punkt. Der Film selber hat zwar eine Handlung, die jetzt nicht unbedingt das Mitreißende ist, außer dass man halt auch im Film diese Ungerechtigkeit verspüren mag, die diese Schausteller bekommen. Beispielsweise hat man noch einen, der hat gar keinen Unterkörper, der hat keine Beine, der läuft auf seinen Händen und... Das war übrigens also ein sehr schöner Moment am Anfang, als sie dann alle da zu sehen waren und sie sagt, they are my children. Ja. Dankeschön. Auf jeden Fall ist es sehr viel Ungerechtigkeit, was man entfernt. Und was ich immer mitgenommen habe, ist, das tut dem Film halt auch wirklich das Krasse an, dass er tatsächlich nur mit echten Freaks gearbeitet hat. Und das hat zur Folge gehabt, dass damalig eigentlich, also alle drei Hauptdarsteller, das ist einmal die Frau, Cleopatra, die Trapezkünstlerin, der Mann, Herkules, und der Clown, den es ja auch noch gibt. Es gibt noch einen Clown, das ist auch ein normaler... Typ, und ich finde das immer blöd, normal zu sagen. Ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Ich denke schon, in dem Zusammenhang ist das schwer, so sonst irgendwie, ja. Genau. Und das, alle drei Schauspieler hatten ganz andere Besetzung eigentlich, waren andere geplant, und alle drei Schauspieler, die damals dafür geplant waren, haben gesagt, sie wollen nicht neben solchen Kreaturen spielen und wollen sich nicht ihr Leben und ihre Karriere damit schädigen, neben solchen Leuten zu arbeiten. Geht bei dir der Stream noch? Ja, ne? Kunde? Ja.
Und das, finde ich, tut unfassbar viel dazu bei, weil man auch weiß, wenn die Kamera aus ist, ist die Erniedrigung nicht gerade weniger, sondern wahrscheinlich noch heftiger. Bei mir lädt Twitch nämlich nicht mehr. Kann jetzt kurz mal reloaden. Doch. Ja? Komm jetzt, warte. Ja. Okay, ich Oder komme jetzt hier drauf. bei mir lädt Und die Seite nicht. ich sehe mich reden und ich sehe dich gucken. Naja, auf jeden Fall, ich mochte ihn sehr gerne und ich muss auch tatsächlich sagen, ich fand es auch mal sehr angenehm, einen Film mit 62 Minuten zu schauen, auch wenn ich geschrieben habe in meiner Rezension, dass er für mich deutlich länger hätte sein können und ich glaube, dass die geschnittenen Minuten da hätten viel ausgemacht. Und ich habe ihm, wobei da kommen wir später zu, ich habe ihn ja gegeben und habe ihn vorher noch nicht gesehen, Ja. deswegen Johnny, du hast ja mal kurzes Feedback schon bei mir geschrieben, aber du kannst ja auch mal was zu sagen. Genau, irgendwie habe ich das Gefühl, bei mir lädt alles nichts. Netzwerkfehler steht bei mir. Also, ich habe hier. Hörst du mich Twitch vernünftig? läuft. Ich höre dich vernünftig, ich sehe dich vernünftig. Und ich guck mal kurz, du bist auch in dem Stream normal zu sehen. Ich habe einen 40er Ping. Also im Stream sehe ich dich normal. Doch, wie du dich bewegst, ist jetzt nicht laggy. Warum lädt das so lange? Das ist hier falsch. Kein Plan. Okay, ich probiere es nochmal ganz kurz was. Ja. Gut, ich kann ja, solange sich hier irgendwie noch alles läuft, sagen, ich respektiere den Film zutiefst. Und zwar mit seiner kompletten Aussage, mit allem drum und dran, definitiv. Aber es gibt manchmal Filme, die schaffen es nicht einzukriegen. Aus irgendwelchen Gründen auch Ja. immer. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber mich hat der Film halt nicht erreicht. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich finde, manche Momente, ich sehe halt, was ihnen angetan wird. Ich sehe das alles, aber ich kann es nicht fühlen. Beziehungsweise es ergreift mich nicht so ganz. Und ich weiß halt nicht, warum. Ich will diesen Film mögen. Und ich respektiere alles daran, wie er gemacht wurde, an seiner Erstehungsgeschichte und all das. Dass er so einen Kultstatus hat und natürlich. Aber er packt mich nicht. Und das finde ich halt schade. Und ich kann nicht genau erklären, warum. Ich habe halt einfach es nicht gebacken bekommen, dass ich da irgendwie diesen Film. Verstehst du? Also, Ja, verstehe ich. Was ich mal dazu sagen kann, weil es mir gerade einfällt, Google geht auch bei wenn mir du nicht mehr auf. wahrscheinlich, aber ich höre dich, ich sehe dich, du leckst bei mir nicht. Gut. Irgendwie, Nee, mein es geht Ego gar nicht schwebt hier erst hinter mehr drin. auf. Kein Plan. Bei Ja. Team sehe ich dich auch noch. Wenn wer was Auf jeden schreibt, Fall, schreibt, sag's. was ich meine, ist halt, ich hatte zum Beispiel auch mal so ein Ding, das mich ein Film gar nicht gepackt hat, wo du wahrscheinlich an die Decke gehst und sagst, der war total packend, das war Trainspotting bei mir. Den ich halt irgendwie, auch wenn er Hardcore teilweise in manchen Szenen war, der ich am Ende auch so hatte, hat mich gar nicht Das erreicht. weiß ich Weil ich noch, mich da ja. auch nicht, weil ich mich da nicht reinversetzen kann und Drogen und sowas ist mir total fern und weiß nicht. Das ist bei mir ja, zum Beispiel so bei mir so ein Thema gewesen. Das gibt's natürlich. Und bei dem Film kann ich es vielleicht sogar noch mehr verstehen, weil es ein wirklich alter Schinken ist. Also 32, glaube ich, ist der. Oh Scheiße, warte, warte, warte. Meine Kacke. Meine Kopfhörer sind rausgeflogen. Johnny? Ja, meine Kopfhörer sind rausgeflogen. Tut mir leid. Was ist denn bei dir gerade los, Alter? Die Kopfhörer fliegen raus, Internet geht, nichts mehr. Ja, Auf nicht jeden Internet Fall, geht nichts mehr, sondern Google geht aber nicht auf. Also, ja. auf jeden Fall, ich kann aus Altersgründen viele verstehen, dass man vielleicht mit dem Film nicht so connecten kann. Ich konnte das wirklich sehr. Und ich glaube auch, dass der Film die Fehler, die er meines Erachtens gemacht hat, ich finde die Handlung ein bisschen dünn und sowas, aber ich finde, das ist alles was, das muss man der Zeit nachsehen. Und ein wichtiger Fun-Fact, den ich noch nachgelesen habe, ist, der Film wurde vom selben Macher kreiert, der, glaube ich, ein Jahr oder 2 Jahre zuvor Dracula rausgebracht hat. Und der Film sollte Dracula in den Schatten stellen, was den Gruselfaktor angeht. Und tatsächlich muss er das auch in der Originalfassung geschafft haben. Okay, interessant. Ich würde gerne, dass wir den komplett mal sehen, aber Ja, ich glaube, das wird werden nicht wir gehen. nie, werden wir nie kriegen. Weil ich hab auch mal geguckt, dass bei Letterboxd haben auch viele geschrieben, nirgends zu finden. Oh, das ist schade. Also ich weiß halt nicht, was meine Bewertung ist. Ich finde ihn halt. Er hat mich halt nicht erreicht, aber ich sehe halt trotzdem dieses Gute an dem Film. Deswegen ich tendiere mit einer 2,5 von 5, ich weiß nicht, oder mit einer 3. Ich tendiere auf eine 3. Aber ich
weil kann ich mehr geben, einfach von Ja, bei mir ist es eine 4. Ja, ich kann alles nachvollziehen. Mich hat er leider nicht gekickt. Und ich würde auch niemals jemanden kritisieren, der sagt, der mag den, weil ich verstehe es absolut. Ja, es ist halt, finde ich, auch Rückblick auf die vergangene Zeit. Das ist, glaube ich, so bei mir so das Ding, was ich auch bedenke. Und ich bedenke auch irgendwie, jeder der Schauspieler ist mittlerweile tot, wahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich. Und Sieht man meinen Taskmanager, scheiße. Ich sehe gerade nichts, warte mal. Ja, jetzt sieht man es bei... Johnny, was geht denn bei dir? Ich versuche hier zu fixen, aber ich jetzt gleich die Sachen auf... Ich versuche doch nur hier was zu machen. Ich glaube gleich irgendwie, weiß nicht, vielleicht hat hier jemand Böller in dein PC geworfen, während du irgendwo warst, Heizung umstellen oder sowas. Keine Heizung umstellen, ich habe... Ist ja Halloween. Okay, ja. Das ist ein Halloween-Wunder, dass der PC gleich abkackt. Google geht auf, Junge. Hurra! Nee, ich würde sagen, dann brauchen wir auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich kann nur empfehlen, ich habe ihn auch über, also, ja, ich weiß nicht, wo du ihn geguckt hast, ich habe ihn über YouTube geguckt, weil da ist er auch komplett zu sehen. Und halt in Englisch, also beziehungsweise in OV, macht es. Ist gut. Also wenn ihr irgendwie so eine Stunde mal was richtig Altes sehen wollt. Ja. Oder auch einfach mal sagt, ich wollte einen Klassiker gucken. Ja, guck doch genau, mal rein. Genau, guck den an. Auch ich empfehle ihn, weil das ist halt, es ist halt gut, wenn man über Filme diskutieren kann. Ich fand eine Szene auch echt sehr krass geil irgendwo. Das war, da haben sie geheiratet. Tanzen sie auf dem Tisch und was singen sie? One of us, we accept her for one of us oder sowas. Ja. Das fand ich schon eine geile Szene. Okay, ich habe jetzt Twitch wieder offen. Wir waren gerade kurz auf 20 Frames, deswegen sorry. Ja. Ja. Gut, dann auf jeden Fall. Ja? Ja. Ich bin fertig. Gut, dann kommen wir jetzt zu Filmen, die wir zuletzt gesehen haben. Tada! Ja. Wie findest du übrigens das war Bild zwischen uns? Ich hab heute schon gedacht, was das ist statt Homer Simpson. Ja, ich habe Homer nicht gefunden, weil ich habe die Sachen ein bisschen in Ordner geschmissen. Deswegen habe ich jetzt den komischen Gesichtsausdruck aus dem Actionfilm The Raid genommen. Okay. Fantastisch. Total toll für die Halloween-Folge. Ja. Ich würde sagen, du hast wahrscheinlich mehr. Ich tendiere mal auf ja. Willst du dann anfangen? Ja, wenn die Seite mal richtig lädt, ja. Also, weil ich habe diese Woche recht überschaubar. Ich drop halt die ganze Zeit Frames, aber ja, tut mir leid. Ja, das... Oder soll ich jetzt anfangen, damit du... Du kannst gerne anfangen, ich habe zwar jetzt, aber fang du an. Ja, warte, dann... Wir sind jetzt auf 32 Frames Sekunde, jetzt kannst du... Ich habe einmal gesehen, Dolomite is my name, den neuen Netflix-Film mit Eddie Murphy. Er ist Dolomite. Dolomite, ja. Dolomite is my name. Ich fand ihn okay. Also ich habe ihm 3,5 Sterne gegeben. Ich habe mehr erwartet irgendwo. Ich fand ihn okay. 3,5 Sterne. Du hast vorhin gesagt, 3,5 Sterne ist noch gut bis sehr gut. Nö, sehr gut nicht. Es ist gut. Es ist bei mir 3,5 Sterne solide. Okay. Kommt aber auch auf den Film an. Also zum Beispiel, wenn ich Rush Hour 3,5 Sterne gebe, ist es unglaublich viel. Wenn ich einem anderen Film 3,5 Sterne gebe, ist es vielleicht ein bisschen weniger. Das kommt bei mir irgendwie auch aufs Genre an. Okay. Ich sag okay. Willst du nochmal einen Taskmanager aufmachen, dann mach ich mal nützlich. Also, okay. War okay. Ich fand halt irgendwo den, mir war das ein bisschen zu hab ich auch gesehen. Biopic. Also, hast du auch gesehen, ja, kannst ja. Dann habe ich mit Johnny noch geguckt, The Favorite, habe ich gesehen, den Johnny mir unbedingt eingetrichtert hat. War auch gut, 4,5 Sterne. War auch gut, und gut, er war gut, 4,5 Sterne, jetzt... fast volle Punktzahl, er war gut. Komm, ich werde jetzt nicht irgendwelche Synonyme für meine Sternbewertung finden. Ich sag gut oder schlecht. Dann habe ich nochmal die Whitney-Dokumentation gesehen, die ich echt sehr mag, 4 Sterne. Und dann ein Film, den ich absoluten Crap finde, den habe ich einen halben Stern gegeben, den habe ich nicht sogar im Kino gesehen. Die fünfte Welle oder The Fifth Wave, keine Ahnung. The Fifth Wave, ja. Ich habe dazu geschrieben, das kann ich ja kurz vorlesen. The Fifth Wave ist furchtbar, also ja. Hab diesen Müllhaufen von Filmen im Kino gesehen und hatte spontan Bock, meinen psychischen Selbsterhalt mit diesem Kackstreifen zu verstümmeln. Das war meine Reflexion. Fand ich sehr lustig, ich hab's auch geliked.
Und es kann ich auch genau das dazu sagen. Genau. So, dann glaube ich, bin ich sogar durch. Ja, bist du durch? Und ich habe gar nicht so viel gesehen, weil ich habe ja letzte Woche über Parasite, ich war noch niemals in New York und Memories of Murder gesehen, ne? So viel habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Außer beide Mal. Und ich habe halt auch Dolemite is My Name gesehen. Ich habe ihm 4 Sterne, warte, hab ich ihm 4 Sterne oder 5, 3,5? 3,5. Ich habe dem 3,5 gegeben. Ich fand ihn cool. Ich fand den von Eddie Murphy richtig gut gespielt. Ich finde, der Film macht Spaß auf, beziehungsweise ist quasi eine Liebhudelei auf das Filmemachen an sich. Weil das will er ja unbedingt, Ja, ne? ja. Er ist halt mit einer ganz schönen Passion dabei, finde ich. Und er liebt es halt auch, wenn er dann merkt, oh, guck mal, alle mögen es und die mögen mich. Und das ist halt so das, was ich toll finde. Also, sagen wir es mal so, Ich ich wollte finde. es nur mal so gesagt haben. Ich sage halt, weil ich ihn etwas schlechter fand, als ich erwartet habe. Und zwar, ich finde den Film eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde auch, Eddie Murphy spielt sehr gut. Und das ist ja auch wieder so eine Rolle, die er seit Ewigkeiten hat. Ich finde auch, dass der Cast an sich ganz gut ist. Und ich finde auch, dass man die Leidenschaft merkt. Mein Hauptproblem, und das hat den Film dann bei mir, statt der 4 Sterne, die ich ihm eigentlich geben wollte, wirklich einen halben Stern gekostet, ist die Länge. Weil ich finde, der Film, für mich zieht er sich teilweise Ja, echt wie ein ein bisschen ist er zu Kaugummi. lang, ja. Ich finde, da kann Ja. man mindestens 20 Minuten rausmachen. Ist jetzt 15 finde ich, ja, mein, 15, 10, 10, 15, ja, ja. 15 bis 20, würde ich ganz ehrlich sagen, bei mir, weil ich fand ihn doch sehr lang Also und teilweise auch nicht immer interessant. ich fand ihn cool, ich fand ihn optisch jetzt irgendwie, vom Soundtrack reißt er jetzt nicht Bäume aus oder irgendwie sowas. Ich fand, der Film fokussiert sich halt hauptsächlich auf seine Darsteller und baut Genau. auch darauf Ich auf glaube und ist halt, die auch, stehen im Fokus. dass der Regisseur sich auch so ein bisschen gedacht hat, okay, da ist halt Eddie Murphy drin, nach Jahren Abstinenz im Als Filmbusiness wäre von er Eddie nie weg Murphy, gewesen. als wäre er nie weg gewesen. Und ich glaube, dass er sich dann auch dachte, okay, den guckt ja sowieso jemand wegen Eddie Murphy. Also, was jetzt nicht schlecht war, bei Aber mir war er es ist auch wirklich der die Punkt, Länge. weswegen man ihn sehen sollte. Ja, ja, Definitiv. ja. Eddie Murphy ist richtig gut. Und wenn, ich weiß nicht, ich gönne ihm, dass er vielleicht dafür eine Oscar-Nominierung kriegt. Ich gönne es ihm, weil er hat es verdient. Ich finde ihn. Nominierung, ja, Ich finde Nominierung. Nominierung, aber ich finde ihn halt sehr sympathisch, einfach schlichtweg. Ich meine, dieses Jahr sind die Leute, die nominiert werden könnten, viel zu stark, ne? Aber ich würde ihm gönnen. Ich fände es schön, ich fände es süß. Dann habe ich Gut. noch den Horrorfilm Rattlesnake gesehen, also Klapperschlange. Im Deutschen heißt der Biss der Klapperschlange, ist ein Netflix-Film. Okay. Kam am letzten Freitag raus. Und geht um eine Mutter, die mit ihrem Kind durch die Wüste fährt quasi und sie bleiben halt stehen, weil ihr Reifen kaputt ist. Und ihr Kind wird halt von einer Schlange gebissen. Nur eine ominöse Frau in einem Wohnwagen mitten am Straßenrand hilft ihr. Nur die Mutter muss dieser ominösen Frau einen Wunsch erfüllen danach, nämlich jemanden umbringen und ihr eine Seele eines Menschen bringen. Okay. Sonst wird ihr Kind innerhalb von 24 Stunden sterben. Das ist die Geschichte. Boah. Also ich. Ja, okay. Ich fand den sehr meh. Also ich fand den sehr mittelmäßig. Die Story klingt totaler Bullshit. Tut mir Hier ist leid. auch absoluter Bullshit und der Als Film braucht. Schläferz könnte das gehen. Nee, das jetzt nicht. Also der Film interessiert am Anfang gar nichts. Gar keinen, ne? Also er ist langweilig, er ist spröde, er ist blöd gespielt, nicht blöd gespielt, sondern gut gespielt, aber er weiß halt nicht wohin. Und dann in der zweiten Hälfte fängt er an, mal ein bisschen spannender zu werden und ein bisschen flotter zu werden, also ein bisschen Pep reinzubekommen. Und dann fand ich ihn auch besser. Also er ist so ein typisches Mittelmaß. So am Anfang meh, am Ende ja, kann man machen, aber er ist halt nichts Richtiges, nichts Gutes, nichts Richtiges und irgendwie auch nichts Falsches. Also er ist halt Okay. irgendwie so komplett, säuft halt im typischen Netflix-Mittelmaß ab. Ja, wie viele Netflix-Filme. Genau, dafür sieht der Film aber hübsch aus und er ist gut gespielt für eine Hauptdarstellung. Also, Ja. mehr nicht. Dann habe ich System Crasher gesehen, beziehungsweise Systemsprenger. Systemsprenger im Deutschen, was für mich neben Parasite der beste Film des Jahres ist. Der Film hat mich, habe ich dir, glaube ich, erzählt sogar, ne? Der Da Film hattest du hat kurz mal mit mich. mir drüber gequatscht. Genau, der Film hat mich so bewegt, einfach aufgrund meiner Vergangenheit noch. Und es fühlte sich teilweise an, dass der Film eine Verfilmung von meinem Leben zwischen 9 und 14 Jahren ist. Es war für mich kaum zu ertragen in dem Film.
was da gezeigt wird, wie es gezeigt wird. Es war wirklich ein Schlag in die Magengrube in vielen Momenten, kaum auszuhalten. Ein Meisterwerk sondergleichen, und wer diesen Film nicht im Kino sieht, der tut's mir leid, und wer lieber Das perfekte Geheimnis im Kino guckt, als das, als Systemsprenger, zu dem komme ich höchstpersönlich nach Hause und haue seinen Kopf so lange auf dem Tisch, bis seine Gehirnmasse sich dort verteilt. Ich sag's ja, das Hintalk-Kartell. Das Sintor-Kartell. Ja, Guckt diese ernsthaft. Filme oder werden die fackeln eure Läden und Also, eure Häuser. du willst ihn ja auch sehen. Also, ich weiß es ja. Also, Ja, doch, den will ich auf jeden Fall sehen. Ich habe echt ein bisschen Erwartung, dass er schon unter die Haut geht und er ein geht bisschen, richtig jetzt unter die aber ein Haut. bisschen Bammel vor, aber ja. Solltest du auch haben. Ich glaube, Aber ich würde da sehr mitnehmen auch. ich glaube, dass das wieder so ein Film ist, der bei mir eh nicht im Kino läuft. Mit meinem Naja, ich glaube, bisher fantastischen läuft er nicht. Cineplex. Aber man sollte ihn im Kino sehen. Sonst wirst du halt bei den Scene Talk Awards zu dem Film leider nicht mitreden können. Der kommt halt erst im März auf Blu-ray raus. Ja, ich muss mal kurz anmerken für die Zuschauer, ich habe ein extrem beschissenes Kino bei mir und ich habe auch keine Alternative, ich habe ein Cineplex und bei uns läuft nur Scheiße, beziehungsweise läuft auch die Auswahl ist halt echt klein. Ja. Das hat Johnny auch letztes Mal erfahren, als er mal was Bei ihm gegoogelt hat nach läuft dem halt leider Film. auch Parasite nicht, und ich weiß ja, dass du den auch sehen möchtest, aber der läuft halt auch nicht. Parasite, legst du mir gerade so ein bisschen in den Mund, dass ich das sehen will. Ja. Ja. Ich zwinge dich dazu. Er will ihn sehen. Haha. Blinzel dreimal und ich rufe die Cops. Aber dafür, erster Film, der hier gefeatured wird auf der Leite, das perfekte Geheimnis. Sagt viel aus, ne? Das sagt sehr viel aus, tatsächlich. Den wir Dann habe heute so ich gelobt haben. eine britische Komödie, ja, sag, keine Ahnung, Horrorkomödie, Horror ist falsch, Gruselkomödie namens Extraordinary gesehen. Darum geht es um eine Büroangestellte, glaube ich, die das war, die sich mit einem Freund zusammentut, um Geister zu jagen. Und da werden auch mal, sind auch einmal Geister in Mülltonnen, urplötzlich, die dann anfangen zu sprechen, wenn dann auf einmal irgendwer da rumsteht. Oder die kürzlich verstorbene Ehefrau des Mannes, die von einer Kuckucksuhr erschlagen wurde, im Haus dazu sorgt, dass ja alles so ist, wie als wenn sie noch am Leben ist, damit sich immer schön an die Regeln gehalten wird. Und auf der Gegenseite gibt's einen komischen Satanisten, der von einem Dämon besessen ist, der unbedingt eine Jungfrau haben möchte, damit sie diesem dem Teufel opfern kann. Und das ist so die Geschichte von Extraordinary. Und Wobei er klingt schon geil. der klingt schon geil, und er hat auch echt lustige Momente, ja. Also der Film ist ein Zitatfeuerwerk auf Horrorfilme, ist mega lustig in manchen Momenten, aber er ist mir nicht so lustig und so gut, wie ich ihn erwartet habe, weil alle, denen ich auf Letterboxd folge, fanden ihn so, boah, 4 Sterne, mega geil, beste Komödie des Jahres, und ich so, ja, er ist schon lustig, aber du, ne, also er zieht sich schon, und er Ja. ist manchmal ein bisschen zu schräg und ein bisschen zu drüber, aber also ernsthaft, dieser Moment, als sie dann da in diesem Foyer standen und da eine Frau schwebt, wo die Kamera drumherum geht, ne? Und die dann einfach mal in zwei Hälften aus Versehen fällt und die sich dann wundern, oh nein, wir haben die Jungfrau getötet, kann man das so einer wegmachen? Jetzt liegen hier die Super. ganzen Gedärme und alles auf dem Boden. Es ist ja furchtbar. Die Das ist schöne ja furchtbar. Inneneinrichtung. Es ist wirklich schräg, und er hat wirklich lustige Momente, und ich glaube, das ist eine schöne Gruselkomödie für dich. Der gruselt nicht, der ist kein richtiger Horrorfilm, der ist halt eine Komödie. Aus Okay. England. Und er ist schon cool. Also kann man machen. Ja. Ja. Genau, dann habe ich noch. Was? Nee, nee, mach weiter. Dann habe ich noch Birds of Passage gesehen, habe ich mir auf Amazon gekauft, über kolumbianische Clans, beziehungsweise ein kolumbianischer Clan, der sehr nach alter Schule lebt, nach Glauben und Gottheit und all so ein Kram. Und die schmuggeln aber Gras, um sich irgendwie was zu finanzieren. Und die haben dann ein Problem mit einem anderen Clan. Und dann entsteht auch ein Clan-Krieg daraus. Und den fand ich richtig gut. Der sieht fantastisch aus, der ist gut gespielt, bis auf einen einzigen Darsteller, den ich irgendwie nicht mochte, weil der immer gleich guckt und immer gleich redet und alles gleich macht, und das ist irgendwie ätzend, weil er dann einen aus der Handlung reißt. Aber der Film Okay. ist richtig gut. Die Geschichte geht unter die Haut, der wird teilweise so zum Luftzerschneiden dick, die Spannung.
Der hat ein tolles Ende, beziehungsweise ein tolles Ende, aber das letzte Drittel ist leider ein bisschen sehr konventionell geraten. Aber ich würde trotzdem empfehlen, den zu gucken. Das ist so einer der besten Thriller des Jahres. Nicht unbedingt einer unter den besten 15 Filmen oder so, glaube ich. Aber man sollte ihn sich angucken und man kann ihn sich angucken. Das ist so auch einer der besten Foreign Language Filme des Jahres. Also fremdsprachigen Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Okay. Ja, gut, das. Würde ich dir auch empfehlen. Ich glaube, der könnte dir auch gut gefallen. Du hast immer so viele Filme, von denen ich noch nicht gehört habe. Das ist immer schön. Ja, steht sogar auch schon in der Shortlist drin, by the way. Okay. Ja. Dann habe ich einen gesehen, da werden wir gleich noch drüber reden. Ja. Ich habe La Haine gesehen, wie gesagt, und dann habe ich noch zwei. Und jetzt, was willst du zuerst? Die Überraschung oder den schlechten? Das Beste kommt zum Schluss, also mach mal den Genau. schlechten. Machen wir den schlechten zuerst. Ich habe ihn am Montag im Kino gesehen. Wir haben ihn letzte Woche besprochen und ich habe eigentlich damit erwartet, Ach, ich weiß welchen. dass es der beste ist nach Teil 1 und 2. Und ich habe Terminator Dark Fate gesehen. Und Du fandest super. ich konnte ihn ja zum Glück auch kostenlos sehen. Ne? Hätte ich für den Film Geld ausgegeben, wäre ich pisst gewesen. Ich wäre heute noch sauer. Der Film ist Schund. Und zwar von der allerersten bis zur letzten Minute. Das Beste an dem Film ist Arnold Schwarzenegger und Mackenzie Davis, glaube ich, den weiblichen Terminator spielt, in Anführungsstrichen. Nicht um, also, sie ist menschlich, sie ist halt so ein Cyborg-ähnliches Ja. Bums. Und der Film versucht auf alles in der Welt Teil 2 nachzumachen in Scheiße. Ja, dann hast du am Anfang, wo eine erste Action-Sequenz kommt gegen den neuen bösen Terminator, die echt fetzt. Die ist richtig cool, wo Mackenzie Davis diesem neuen bösen Terminator mit dem Hammer die Fresse eindrescht. Das war echt cool. Und dann wird der Film zu einem 0815 Abarbeiten von jeglichen Sci-Fi-Action-Klischees. Vor allem das Finale ist gefühlt 50 Minuten lang, wo die auf einmal, kein Witz, in ein Flugzeug müssen, um da den Terminator zu besiegen. Dann stürzen sie mit dem Flugzeug ab, wo sie nochmal gegen den kämpfen. Beim Abstürzen kämpfen sie gegen einen, landen auf einem Damm. Ja, und kämpfen auf dem Damm, dann fahren sie mit einem Hammer unter Wasser wie heißt das Scheißding, den Damm herunter unter Wasser und kämpfen unter Wasser und dann müssen sie aus dem Wasser raus, um in den Damm zu kommen und in den Damm den finalen Kampf zu auszuführen. Ah. Es hört nicht auf. Du hast das Gefühl, dass sie sich gedacht haben, ja, das ist nicht das beste Ende, wir müssen noch mal ein neues Ende drehen. Und dann drehen die noch mal ein neues Ende und dann denken die, Scheiße, jetzt haben wir sieben unterschiedliche Enden und die hängen wir jetzt einfach alle zusammen. Also, ich bin nicht affin mit Terminator. Ich habe jetzt eigentlich das Und ganze Ende gespoilert. Ist mir scheißegal. ja, ich bin nicht affin mit Terminator. Ich höre immer, der beste Terminator ist 1 und 2, so die Ja. besten. Und es gibt Der ja zweite kaum, ist einer der besten Actionfilme aller ich glaube, Zeiten. es ist doch jetzt, wenn von allen, die es gibt, so der fünfte quasi, Sechste. oder? Sechste, alter Sechste. Falter. Der Und ich sechste, höre halt aber der immer, lässt Episode, der lässt Teil 3 bis also 5 aus. Der, ich da, habe die sind jetzt nie nur über, passiert. ja, und ich habe jetzt immer gelesen, dass der Film der beste Nein. Nachteil, nein, der beste Nachteil 2 ist. Also wenn man eins nach Teil 1 und 2 ist, aber halt, dass die anderen halt auch alle scheiße sind. Die sind alle scheiße danach, ja. Also, Ja. naja, alle scheiße nicht. Ich finde den dritten Teil sogar noch unterhaltsam. Also den kann man noch gucken. Ich finde den solide. 3 Sterne so solide, ne? Und das ist, wie ich finde, du guckst die Trilogie, ne? 1, 2, 3, die Aha. gehen. Und alles danach existiert nicht. Genesis, oder? Genesis Genesis ist war doch der nochmal fünfte so. und das war, also da möchten wir bitte auch nicht drüber reden. Kein Plan. Dafür hat sich sogar die Hauptdarstellerin mehrmals in. Entschuldigt. Ja, mehrmals in jedem Interview, in dem sie war, wo sie darauf angesprochen wird, entschuldigt sie sich dafür, dabei gewesen zu sein. Oh, Das ist es so tut gut. mir sehr leid. Ich, Ich tut mir auch so denn leid. sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte sie bitte umarmen. Und wir haben auch gleich noch eine News zu Terminator. Zu Ja, diesem okay. Terminator.
Aber der Film ist eine Aneinanderreihung an Unnötigkeiten. Vor allem, dann hast du eine Actionsequenz und dann passiert ungefähr 45 Minuten gar nichts, ne, und sitzen und dann hast du Flashbacks, die du eigentlich gar nicht brauchst, um eine Handlung zu erzählen, die du gar nicht erzählt haben willst. Terminator 2 hat nicht davon gelebt, dass du wirklich alles ergründet hast, sondern davon erzählt, dass du die verkackte Zukunft retten musst und dann hast du halt einen scheiß Terminator, der auf den Jungen aufpassen muss und mit Linda Hamilton gegen einen fucking T-1000 kämpfen muss, ja? Das war halt cool. Und du hast nicht irgendwie, du hast halt noch eine unterschwellige Geschichte da drin, ne? Die dir auffällt, wenn du den Film guckst, so Familie und all so ein Kram spielt noch eine Rolle. Und der macht halt Laune und der hier ist halt einfach nur, er ist halt scheiße. Also er versucht krampfhaft diesen Terminator 2 nachzumachen. In Okay. möglichst vielen Momenten. Und das funktioniert nicht. Und es ist einfach nur ein Scheißhaufen von einem Film. Er ist besser als Terminator Genesis. Und das ist auch nicht schwer. Aber er ist scheiße. Also fassen wir zusammen, dieses Jahr bringt einen neuen Terminator, den keiner gebraucht hat, Und einen neun neuen Rambo. Rambo, den keiner gebraucht hat, einen neuen König der Löwen quasi, den Remake, das keiner gebraucht hat. Ah, einen Wir neuen müssten mal Hellboy, eine. den keiner gebraucht hat. So, ich bin dafür, wir machen einen Award für die Scene Talk Awards. Filme, die keiner braucht. Und das ist der beste Film im Jahr, den keiner gebraucht hat. Der schlimmste, besser gesagt. Also ein Anti-Scene Talk Award. Da war ich Ja! sowieso schon mal überlegen, was der schlechteste Film des Jahres ist. Aber Ganz ehrlich, aber in diesem Jahr, wenn das nächste Jahr dasselbe bringt, ich glaube, es wird nicht besser die nächsten ich glaube auch Jahre, nicht. da kann man so ein Award machen. So, der unnötigste Film des Jahres, so nach dem Motto. Ja. Von dem, was wirklich keiner gebraucht Ja. hätte. Das finde ich geil. Das ist echt gut. Ich meine, tatsächlich, ich habe dem Film 2 Sterne gegeben, aber nur weil ich Terminator Genesis 1,5 gegeben habe, weil es, also ich kann, ne, weiter runter kann ich nicht gehen. Aber der Film hat ein, zwei gute Momente. Einmal ist das der Humor von Arnold Schwarzenegger, der auf einmal komischerweise eine Familie hat und er ist eigentlich ein Terminator. Okay. Also er hat tatsächlich ein Kind und eine Frau. Okay. Und das erste Aufeinandertreffen mit Hamilton, wo sie Terminator in die Brust schießt, ist, guckt er sich erstmal so seine 3 Schusswunden an und sagt so, wie soll ich denn das bloß meiner Frau erklären? Du bist ein fucking Terminator! Das ist doch scheißegal! Hör auf! Vor allem, er ist kein Scherz, er verkauft Hemden. Er Der ist Typ, der Leuten Hemden. Herzen rausreißt. Er ist Hemdenverkäufer, der in Rente ist und mit seiner Familie in einer Holzhütte im Wald lebt. Ist kein Witz. Holzhütten im Wald. Wie war das nochmal bei Rambo? Und es ist wirklich sogar mega das Klischee. Da hängt sogar so irgendeinem scheiß Baum, hängt dann so eine Schaukel aus einem Autoreifen. Wahnsinn. Der Film Mist. Aber gut. Das Beste ist halt, wie gesagt, mit Kenna Davis und halt die erste Kampfszene in dem Film und halt Arnold Schwarzenegger und dann war es das auch. Na, okay. Ähm, Ja, und dann habe ich den besten, den einer der besten gesehen habe, Bomb City. Den habe ich gestern zur Uni Bomb gesehen. City. Bomb City. Es geht quasi um auch Das Gesellschaft, googeln. auch eine Schere zwischen Arm und Reich, beziehungsweise um Wohlhaben, ne, so halb. Ach ja. Es geht um Punks, die sich gegen das Gesetz auflehnen. Und dann wird das halt ist der Aufhänger halt ein Gerichtsprozess, der entstanden ist nach einer Schlägerei. Da Aha. fängt es an. Und der Film führt einen an der Nase herum, ist toll erzählt, sieht wunderbar aus, gut gespielt. Es gibt einen Darsteller, den ich überhaupt nicht mochte und leider fand ich den Soundtrack viel zu unterschwellig. Das heißt, er hätte manchmal ein bisschen mehr sein können, damit die Spannung sich weiter verbreitet, weil so bleibt manchmal in manchen Momenten die Spannung ein bisschen auf der Strecke. Aber trotzdem war der Film super. Also der hat mich wirklich gecatcht. War kurzweilig mit 95 Minuten. Und es ist auch eine wichtige Thematik. Auch aktuell. In Amerika ganz wichtig. Auch in Deutschland ganz wichtig. Okay. Klimaaktivisten beispielsweise, ne, die gegen. Du hast ja auch hier dieses Zwei-Schichten-System dann. Klimaaktivisten und halt die dagegen sind und die, ne? Ähnliches System. Wichtiger Film. Kennt keinen Schwanz den Film. Das ist schade. Deswegen würde Ich ich habe dir auch gerade mal. gesehen, dass es den anscheinend schon in den USA gab, Ja. 2017 und jetzt bei uns erst. Genau, dieses Jahr kam der im Mai, glaube ich, raus, ja. Ah. Und ich würde ihn dir auch empfehlen, wenn du möchtest. Ist ein guter Film. Hat aber auch manchmal ein paar Szenen, die gehen unter die Haut. Also da muss man sich Okay. auch drauf einlassen. Aber ich fand den toll. Deswegen wollte ich den noch nennen. Ja. Und das waren Okay. alle.
Gut, dann wollen wir mal zu den News gehen. Wir haben ja noch 20 Minuten. Ich meine, wir sind gut in der Zeit. Wir sind super in der Zeit, fantastisch. Ja. Und dann können wir noch das mit Netflix hinten dranhängen. Das ist Genau, doch genau. super. Dann reden wir mal über die News, ne? Welche willst du zuerst reden? Ich habe zwei. Einmal. Hau doch mal hier dein schönes Ding raus. Tada! Oh Gottes. Das ist ja beides sehr vielversprechend. Das ist, Was möchtest du Also. zuerst? Wir könnten natürlich zuerst über das Remake von Pirates of the Caribbean sprechen. Ah ja, wusstest du, weiß es sogar, worum es geht. Ich bin ja ein professioneller Film-Podcast-Aufnehmer und muss mich natürlich gängig informieren. Oder wir reden darüber, dass Arnold Schwarzenegger eindeutig mehr Alpecin aus seine Haare schmieren sollte, damit ihm mal wieder was wächst. Ja, ich finde, das geht sogar schon. Also, die News wurden präsentiert von C-Talk. Genau, also, was möchtest du zuerst? Machen wir mal Johnny Depp. Genau, und zwar, Weil ich das auch echt hardcore unnötig finde, ja. ja, danke. Da wollte ich nämlich mit dir drüber reden. Es wurde nämlich jetzt offiziell beschlossen, es gibt ein Reboot zu Pirates of the Caribbean ohne Johnny Depp. Ja. Weil Disney möchte nicht mehr mit Johnny Depp zusammenarbeiten, wegen den ganzen Skandalen, obwohl er eigentlich von Amber Heard komplett verarscht wurde und verprügelt wurde. Aber gut, Na, schon ich so, also. glaube, nee, da geht's gar nicht drum, glaube ich. Ich glaube, es geht eher darum, dass es gab es nämlich bei den Dreharbeiten von Pirates 5 war schon das Ding, dass er ständig besoffen ans Set kam, dass er einen Ja, Typ gut auch. brauchte. Der Ja, brauchte einen Typ, die stimmt, das mussten ist einen Typen richtig. engagieren, Der ihm Sachen vorliest. der den weckt, weil er sonst nicht auf den Dreharbeiten Ja, aus aber seinem. das hat er nicht nur deswegen gehabt, weil die ihn engagieren möchten, sondern weil er eine, das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, eine Sucht hat, Geld auszugeben. Es ist kein Ja, Witz, der das hat hat ja er auch wirklich. riesige Partys gemacht. Aber nee, ich glaube ganz ehrlich, also ich kann als Firma, auch wenn ich Johnny Depp mag, ich mag ihn wirklich, kann ich verstehen, dass man nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten will. Er braucht Und irgendwie Hilfe, der Mann. ja, der Typ, der braucht mal ein bisschen weniger Rampenlicht. Ja, und Punkt. aber was ich, eine Sache finde ich gut an diesem Reboot, andere Seite finde ich es furchtbar. Erstens, du hast Teil 1 bis 3, die wirklich noch guckbar sind. Ne? Die sind alle gut Ja, und die sind nicht und alt. die sind nicht alt und da brauchst du Und kein Remake. die sind nicht alt und die sind auch nicht schlecht gealtert. Die kannst du Genau, die super kannst heute du echt gucken. noch gucken. Und die gehen echt. Und da brauchst du kein Remake. Zweitens, was ich aber gut finde, ist, wer das Drehbuch schreibt. Wer, glaube ich, wer auch den Film Das inszenieren weiß soll. ich Also noch ich gar glaube, das nicht. weiß das Drehbuch aktuell nur, ob er es inszeniert, weiß ich noch nicht. Nämlich der Autor der Serie Tschernobyl. Okay. Und Tschernobyl ist so die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe, Ja. unter den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, Ich habe und nur zwei da habe Folgen ich, gesehen, aber ich wollte es noch weitergucken. da hab ich Hoffnung. Da habe ich echt Ja, Hoffnung. okay, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich fand Teil 4 scheiße. Ich Ja, fand Teil 5 noch okayer schlechter. als Teil 4. Nee, Ich fand ihn ich fand ihn schlechter. okayer. Aber ich fand beide Filme Müll Hat eigentlich. keiner gebraucht. Und das Ding ist auch, dass für mich die Reihe, ja klar, die haben auch andere Sachen als Johnny Depp, aber ich finde, Johnny Depp, Jack Sparrow, ist schon das Geilste an den Filmen immer gewesen. Halt auch die Settings waren geil und Ja, sonst was, will ich gar nicht also. sagen, aber Johnny Depp war sehr geil. Und ich fand in Teil 4 und Teil 5, ist es wirklich so gewesen, Er Teil rutscht in den 4 war Hintergrund. Salazar der geilere Charakter, der ihm die Show gestohlen hat und Johnny Depp hat gar keinen Bock mehr irgendwie. Und ich kann ihn Ja. auch als Jack Sparrow nicht mehr sehen. Und ich bin auch jetzt nicht traurig drüber, aber für mich 1 bis 3, fertig und ich brauche kein Reboot. Genau. Oder zumindest jetzt nicht. Also, Ich brauche auch kein Reboot. Ich brauche vielleicht, sagen wir mal, in 15 egal mit welchem Jahren. Regisseur. In 15 Jahren würde ich sagen, ja komm, mach halt. Ne, wir haben keine Weil Piratenfilme mehr und dann mach ich mal. finde, dieser Aber Kackfilm von jetzt. Salazar und dann auch der vierte, die sind noch nicht lang genug her, dass ich das verdaut habe, weil ich fand die echt scheiße. Ja, Salazar fand ich sogar so schlimm, weil der hat Johnny Depp kaum eine Rolle mehr gespielt. Also er war halt eher der Ich fand halt Nebencharakter und. Salazar geil, das war mein Ding. Das war der Punkt, den ich an dem Film mochte. Salazar selber, das war ja hier, glaube ich, auch ein Bond-Bösewicht, wie Ja, der ist. Javier Bardem. Ja, der war gut Der ist als auch echt gut. Schauspieler und in der Rolle, aber das Problem war, beim vierten hatte ich schon das Gefühl, er hat keinen Bock mehr. Und beim fünften, wo er dann am Anfang irgendwie so eine Bank, glaube ich, überfällt oder sowas. Also der wirkt so, als müsstest du ihm quasi irgendwie, als müsste denn irgendjemand irgendwie mal mit einer Nadel stechen, damit der mal ein bisschen sich bewegt. Ja. Irgendwie so hinterm Set immer so, ja, jetzt mach mal, Johnny, jetzt mach doch mal, wofür engagieren wir dich? Ja, ich habe gerade keinen Bock. So nach dem Motto, ihr bezahlt mich ja eh. Genau so sieht's aus. Und auch wenn er jetzt nicht mit Johnny Depp ist, ich brauche kein Reboot. Ich auch nicht. Nee, Genau. absolut nicht. Das ist gut, dass wir da Theme ist einer geil. Meinung sind. Einer der geilsten Themes, by the way, das ich finde. Also, es gibt viele geile Themes. Für mich ist Pirates of the Caribbean Eins der das geilsten. Theme eines der absolut geilsten Ja. und epischsten. Stimme ich auch zu. Für mich kommt dann noch Jurassic Park dazu.
Ja, es gibt auch ein paar. Also für mich ist auch Harry Potter ein Film, das ich sehr gerne mag. Jaws finde ich auch. Jaws finde ich auch geil. Aber ich meine nur, es ist so ein Ding. Also der erste Pirates ist für mich sowieso mit Abstand. Shining finde ich auch geil. Und Terminator. Terminator finde ich auch gut. Aber wenn die neuen Filme nicht gut sind, das Theme ist geil. Also, aber ja. Ja. Also ich meine nur, für mich ist Ghostbusters der geilste. Der erste noch der geilste. Wobei ich den dritten auch sehr mag. Den zweiten mochte ich auch, obwohl ich mich nicht mehr an ihn erinnern kann. Ich vergesse den zweiten irgendwie. Von welchem? Pirates of the Caribbean? Von Pirates of the Caribbean. Ich erinnere mich nur an das Ende. Mit dem Quark. Ich finde den zweiten in Ordnung, aber irgendwie vergesse ich ihn immer, weil irgendwie der erste finde ich super, den dritten mag ich auch. Den zweiten mochte ich irgendwie auch. Ich finde die tatsächlich abnehmend immer schwächer. Ich fand den ersten sensationell. Ja, so ist es bei mir aber auch. Wobei ich den dritten noch besser fand als den zweiten. Da hatte Johnny Depp auch seine erste Oscar-Nominierung für, weswegen man ihn auch irgendwie immer damit verbindet. Das hat so Spaß gemacht. Beim dritten, das war auch mein Problem bei jedem weiteren. Die wollen zu lang? Nee, Quatsch. Nein. Der erste meine ich. Das ist das Ding. Jeder andere hatte dieses Problem für mich, war die Konstellation der Leute. Ich fand Elizabeth und hier der andere, was war? War das Will? Nee. Ist er Will? Ja, Will Turner. Will Turner, ja. War das Brad Pitt? Nee, das war Orlando Bloom. Orlando Bloom war's. Diese Konstellation an den Charakteren hat mir so gut gefallen. Elizabeth, die ihre Komplikationen mit Johnny hatte oder mit Jack. Und dann holen die Orlando für Teil 5 noch zurück. Oh Gott, lass uns nicht daran denken. Ich fand aber damals die Konstellation halt echt geil. Und das ist totaler Crap. Die anderen haben mir alle nicht gefallen, so richtig, aber ja. In Teil 5 haben die ja Orlando Bloom noch zurückgeholt. Ja, das weiß ich. Oh Gott, wollen wir da bitte gar nicht. Hör auf zu reden, weil ich hab's verdrängt. Okay. Gut, reden wir über die andere News. Über IPCN für Schwarzenegger, ich höre. Genau, okay, zwei News gibt's dazu. Einmal, der Film ist ein Flop. Um das mal kurz zu sagen. Ernsthaft? Ja. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass zumindest... Er ist jetzt schon ein Flop, wurde auch von Kritikern hauptsächlich eher mittelmäßig bis negativ aufgenommen. Ja. Und die zweite News ist, jetzt kommt der Produzent und der Regisseur zu Wort und... Der sagt besser als jeder Marvel-Film. Nee, und baden eine Schlammschlacht aus, die schlimmer nicht sein kann. Nämlich James Cameron und Tim Miller, das ist ja einmal der Regisseur und einmal der James Cameron ist Produzent. Ja. Und die haben ja Interviews vorher gehabt und gesagt, boah, das wird der Terminator-Film, den alle wollten, nach Teil 2 und so, ne? Und haben alle gesagt, so, boah, wird voll geil. Und jetzt, seit heute kam auch die News raus, James Cameron hat geäußert, es war unfassbar grausam mit Tim Miller zusammenarbeiten, weil die kreative Differenzen hatten und im Schnittraum und ein Zitat, im Schnittraum haben die sich so sehr gestritten, dass die Leute heute noch das Blut von den Wänden kratzen. Das hat er gesagt in einem Interview. Und die hassen sich. Und warum? Beste Voraus. Warum sagst du dann denn eigentlich, oder warum lässt du dann wirklich deinen Namen aufs Poster packen, als James Cameron kehrt zurück als Produzent? Das steht auf dem fucking Poster riesig drauf. Warum lässt du das machen, wenn du weißt, dass das scheiße ist, was du da machst? I don't know. Was ist mit dem falsch? Warum werden auch Filme so durchgedrückt? Weißt du? Warum passiert sowas? Warum sagen die dann so, ja komm, bringen wir doch noch raus? Ich meine, das ist scheiße, was ihr da alle macht. Und die haben kreative Differenzen und Trailer sehen auch alle kacke aus, aber wir bringen es trotzdem raus. Das ist ja so der Spruch der Sprüche, kreative Differenzen. Ja. Die haben so ordentlich kreative Differenzen gehabt. Wenn die Sachen ins Illegale kommen und die Morddrohungen fließen, sind es kreative Differenzen. Also es gab in einer Sache, die James Cameron gesagt hat, er wollte einen Terminator nackt zeigen und dass er einen Penis hat. Okay. Ein Roboter mit einem Penis. Jo. Ja. Du, also. Finde ich gut. Irgendwie muss er sich ja anschließen, um die nächste Hardware zu downloaden. Ja. Dafür hat er. Hardware! Oh, das war ein Doppeldeutiger, den habe ich selbst kaum nicht kommen sehen. Boah, der war nicht schlecht. Aber nee, ich meine, er hat ja kein normales Kind. Er hat ja eine Frau gefunden, die ein Kind hat. Deswegen, er kann ja nicht. Aber. Das wollten die, wollten, er wollte, oh Gott, also ich will gar nicht drüber nachdenken. Das hätte ihn viel noch schlimmer gemacht. Das hätte ihn noch schlimmer. Okay, du bist begeistert, okay. Also ich frage mich, wie sowas überhaupt durchkommt. Gut. Ehrlich, aber ich verstehe es nicht. Aber das wollte ich halt gesagt haben, fand ich lustig. Wir haben es abgehandelt und ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Nein. Wir haben hier heute zwei News von Dingen, die eigentlich extrem unnötig wären. Genau, und wir haben diese Woche nichts anderes gehabt. Oder wolltest du darüber reden, dass jetzt die Oscar-Kampagnen losgehen für Joker, Avengers und John Wick?
Hatte ich gerade gar nicht im Kopf. Ich glaube, ich von Filmnews gerade gar nichts mehr im Kopf. Ja, das sind die einzigen, die haben jetzt Oscar-Kampagnen gestartet und halt das alles. Nö, dann würde ich sagen, lass uns doch weitermachen. Und zwar Über den letzten kommen wir Film, den doch wir uns gegeben jetzt haben. zum letzten, genau. Wer will was darüber sagen? Wer will die Ich Inhaltsangabe weiß geben? gerade gar nicht mehr, welche das war. Shivers. Ach, oh Gott. Wer Ich hab's möchte verdrängt. die Inhaltsangabe sagen? Und Ah, okay, warte. möchtest du oder Ich soll probier's ich? mal. Ich probier's mal, okay. Wir haben einen hochmodernen Apartment-Komplex und der Einstieg in Shivers, oder besser gesagt, der Einstieg in ein weiteres Meisterwerk vom Regisseur David Cronenberg ist ein Wissenschaftler, so ein richtig Klischee-Typ, der halt auch irgendwie so zerzauste Haare hat und sowas, der eine Frau umbringt. Ich weiß gar nicht, wie bringt er sie nochmal Er um? schneidet ihr den Bauch auf. Er schneidet ihr den Bauch auf, dann tut er Säure in ihren Bauch kippen und ja, danach bringt er sich selber um. Und Ja. also so viel kann man sagen, aber ganz ehrlich, ich nehme jetzt bei dem Film keine Rücksicht auf Spoiler, weil du kannst auch nicht viel spoilern, also es Also ist halt diese echt. Kampfszene am Anfang, also da habe ich noch So. traumatische Erlebnisse von. Es geht darum, dieser Wissenschaftler hat experimentiert, und zwar, man kann sich, also er hat mit Parasiten experimentiert, also im Prinzip sind es Würmer, extrem groß und dick und eklig, Weil die die, ja auch Organe darstellen sollen dann irgendwie. die sollen Organe darstellen und die sollen quasi eine Transplantation von Organen, die nicht mehr funktionieren, unnötig machen. Und die werden dann quasi von selbst wandern die in deinem Körper dahin, wo es hingehen soll, wo es gebraucht wird. Auf jeden Fall, ja, das ist so der Ansatz gewesen. Er hat gemerkt, das geht furchtbar schief und das klappt gerade gar nicht und dass dieser Parasit sich nur vermehren will. Und wie vermehrt sich ein Parasit am besten? Ficken! Ficken. Er tut den Sexualtrieb des Menschen auf das Höchstmaß stellen. Wird Und gefickt. im letzten Ende, also man geht Poppenkinder, immer weiter poppen. darauf zu. Dieser Parasit vermehrt sich, er bringt Putzfrauen um, indem er sich irgendwie in einem Trockner Sie versteckt. Die ist Putzfrau ja macht ihn nicht auf und da, tot, sie will dann nur poppen. ja, sie will nur poppen. Und da springt ihr der Wurm ins Gesicht und sie schreit, Ja. oh! Und das ist so. Also, der Film hat so eine Handlung, die sich eigentlich nur darauf Er hat aufbaut, dass es keine am letzten Ahnung. Ende eine riesige Orgie gibt in diesem Apartmentkomplex. Ja. Und es ist eine Szene, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Da ist eine Frau baden Oh gewesen. ja. Wie man das so tut, nackt halt. Vor allem Und sie dann durch den schreit so gut Abfluss. so. Oh. Durch den Abfluss. Ahn. Durch den Abfluss, Der der eigentlich sich zu ist. unter ihren Beinen befindet. Nee, zwischen ihren Füßen vor, aber sie hat ihre Beine sehr gespreizt. Kriecht dieser Wurm herauf, hervor, Und und ja, schwimmt ihr in könnt euch ihre mal denken, Vagina. wie er in ihren Körper eindringt. Es ist ein. Apropos, Und darf ich ich muss. da mal eine Szene sagen, aus einem anderen Film, die ähnlich ist? In Piranha Ja. 3 Doppel-D. Nee, doch, in Oh. Piranha 3 Doppel-D, so heißt er wirklich, weil Brüste. Genau, deswegen. Und, es gibt eine Szene, wo ein Piranha in die Vagina einer Frau schwimmt. Und die Piranha tut ihr nichts. Und die haben Es. dann Sex. Und dann gibt es eine Szene, wo dem Mann die Eichel abgebissen wird. Und die halt da halt voll drauf. Nur so nebenbei. Aber gut, wenn nicht, mach weiter. Auf jeden Fall, David Cronenberg, auch bekannt als der Regisseur von Die Fliege, Einer meiner der ja. All-Time-Lieblingsfilme. Der ja, ich sag mal schon, eine gewisse Bekanntheit hat und ein gewisses Qualitätslevel hat. Mittlerweile, David ja. Cronenberg, jeder Regisseur, der Film ist vor Die Fliege gedreht worden und Sein erster Film war das, ey, by the way. Sein Regiedebüt. es war auch sein erster Ja. kommerziell erfolgreicher, wirklicher Film. Und nee, also es ist ein einziger Scheiß, also es Also, tut mir leid. Also wir haben diesen Film, tut mir leid, ich muss das kurz so sagen, wir haben diesen Film ja random auswählen lassen ja, vom Generator können wir beide und nichts dann dafür. war. Ja? Können wir ja beide nichts dafür. Nee, können wir beide nichts dafür. Johnny, ich habe noch mich bei Twitter ausgeheult und habe geschrieben, Johnny, gib mir hier diesen Kackfilm, den ich hier ertragen muss. Und dann Gott, meinte er, es ist das Schicksal. Und ich meine, das Schicksal ist ein mieser Verräter. absolut. Oh. Und das ganz ehrlich, also ich habe ein bisschen meine Bedenken gehabt, weil ich bin nicht der Horrorfilm-Fan. Es ist absolut kein Horrorfilm, aber ich bin auch nicht der Fan davon, wenn ich mich ekel. Und ich sag mal, die Fliege finde ich extrem geil, den Film, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der ekelt einen. Und ich kenne Ja. genug Leute, die ihn auch nicht gucken können. Ich konnte ihn sogar gucken. Trotzdem hat er es echt schon eklig gemacht. Und ich hatte hohe Erwartungen, was das angeht. Das Ding ist, die Dinger sehen zwar eklig aus,
Aber es ist ein einziger, also es ist nicht eklig, es ist einfach nur dumm und dämlich. Es gibt sogar noch so Szenen, wo ich mir denke, what the fuck, wo so eine alte Omi mit ihrem Regenschirm da langläuft draußen. Ja, Und rotzelt dann er auf rotzt da der Typ dieses Blut raus, der gerade einen Wurm irgendwo im Hals hat. ja, Und von dem Balkon. dann rotzt er das auf ihren Schirm. Och, das war aber ein Vogel. Och, können wir den nicht irgendwo finden? Der ist vielleicht noch am Leben, der Vogel. Ist Vielleicht können vielleicht wir dem da helfen. verletzt. Ich Also will eine richtige helfen. alte, rüstige Omi. Sie tut mir leid, dass sie nie nach ihrem Vögelchen suchen sollte. Oh. Oh. Johnny Retour. Ich fand den Film schlecht, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich die Darsteller irgendwie okayisch fand. Nee, Und ich ich hatte fand, ja. dass der Film halt Momente hatte, wo ich den irgendwie unterhaltsam fand. Ich weiß nicht warum. So. So die Ich Badewanne-Szene, ich weiß, habe. ich fand die irgendwie lustig. Und als der Kerl dann in seinem Bett liegt und Ja. mit seinen Würmern im Bauch redet. Es ist. Mein Ding ist. Ich muss auch gerade gucken. Ich habe dem Film, glaube ich, einen Ich Stern habe ihm gegeben. zwei gegeben. Und ich sage einen Stern. Ich kann auch verstehen, warum du zwei Sterne gibst. Ich kann es sogar verstehen. Das Ding bei mir ist, der Film hat einen entscheidenden Problemfaktor. Ich bin ein Fan von Trash. Ich bin ein sehr großer Fan von Trash. Ich liebe es zu lachen über Filme, die sich zu ernst nehmen. Oder ich mag auch irgendwo so Schläferz, alles Mögliche. Bei mir ist das Problem, das ist dasselbe Problem, was ich bei Geostorm auch habe, wobei es bei Geostorm nochmal ein anderer Fall ist. Aber der Film nimmt sich letzten Endes zu ernst. Der Regisseur, das hast du, glaube ich, auch gesagt oder Der hat eine, geschrieben, ja genau, der will das aufpumpen mit einer der will das, Untermessage, ja. der will irgendwie was da an Tiefgründigkeit reinbringen. Ohne Witz, der Film ist nicht tiefgründig und dass er sich ernst nimmt, ist leider in dem Fall auch nicht führend, also fortführend für einen Trash-Faktor, finde ich, der Spaß macht. Guck mal, ich hab da. Ja, Oh. das ist mein Problem bei dem Film, weil ich finde einfach, er nimmt sich zu ernst. Das macht mir vieles kaputt. Ich habe mich abgelacht bei der Badewannenszene und auch bei der Szene mit der Putzfrau. Aber trotzdem, letzten Endes habe ich immer so also gedacht, einmal, er baut nie auf, er hat keinen Höhepunkt. Es gibt halt irgendwie schon so, ja, Naja, er hat schon er hat einen Haufen Höhepunkte. Höhepunkte. Aber er hat jetzt halt keinen Spannungsbogen, der, oder auch, also irgendwie, die Handlung ist jetzt auch nichts, die irgendwas hergibt, von wegen, das ist jetzt interessant. Und es ist einfach nur ein wildes Durcheinander und im wahrsten Sinne des Wortes am Ende. Ja. Also. Also der Film soll halt, und das ist kein Witz, er soll eine Kritik, also beziehungsweise ein Angst machen vor Geschlechtskrankheiten sein. Das ist Ja. die These. Geil, geil. Aber kommt nicht durch. Also ich fand da wegen alles Nee, Schwachsinn, sieht was da gar alles. nichts. Lustiger Fun Fact: David Cronenberg ist nach der Veröffentlichung dieses Filmes, wurde ihm von seiner Vermieterin gekündigt. Er wurde auf die Straße gesetzt, weil sie Mitglied einer antipornografischen Gruppe ist Oh und Gott. gesagt hat: Nee, der Typ, der macht, den lasse ich hier nicht mehr wohnen. Lustiger Fun Fact nebenbei. Aber er hat die Fliege gemacht und das ist einer meiner absoluten All-Time-Lieblingsfilme. Und Ja, Videodrome habe ich ja auch gesehen, den fand ich eher so mau, aber ich habe besser. geschrieben, dass der Film die Fliege kaputt macht. Das macht er nicht. Das habe ich ein bisschen übertrieben Ja, dargestellt. macht er nicht. Aber Nee. trotzdem, also ich sag mal, er hat nichts mit dem Qualitätsniveau von Die Fliege zu tun. Weder von der Maske noch von den Effekten. Er ist halt ein bisschen vor Die Und er hat Fliege. auch Also er nicht, ist. und Schivers hat auch nicht Jeff Goldblum, also tut mir leid. Das auch nicht. Er ist, glaube ich, aus 75 und Ja. man muss halt einfach sagen, auch dafür er ist scheiße gealtert. Ich finde auch einfach, also Der das ist jetzt Kameramann, noch, um dich zu das zitieren, sind. ist ein Epileptiker. Es ist ein, das habe ich ganz vergessen. Der Anfang, also das ist eines der schlechtesten Kameraszenen, die ich abseits von Schläferz je gesehen habe in einem größeren Film. Wirklich, also der hat auch immer so Schwenks gemacht, der Kameramann, so wusch, wusch. Und One die waren cut of the irgendwie so. dead lässt grüßen. Also die waren, aber ja, aber das ist ein Film, wo dokumentiert wird, wie ein Film billig gedreht wird. Und da hast du einen billigen Film. Ja, und Entschuldigung. One Cut of the Dead ist ein fantastischer Film, im Gegensatz zu Shivers. Wollte ich ja gar nicht jetzt dagegen was sagen. Es war nur einfach, der Kamera, nee. So eine schlechte Kameraführung. So ein Müll an Dialogen teilweise. So ein Müll an schauspielerischer Mimik, die manche zumindest da darlegen, muss ich echt sagen. Also. Übrigens, kleiner Fun Fact, David Cronenberg spielt sogar eine der Hauptrollen mit. Welche denn? Weiß ich nicht, muss mal gucken. Das juckt mich dann auch nicht. Doch, warte mal. Ich glaube, Ich der im glaube, Bett mit doch, dem das Würmern könnte doch angeblich. der. Ja, wollte gerade sagen, das ist doch der. Glaube Wenn du schon, das sagst, ja. dann ist das ziemlich safe der, Ja, der wahrscheinlich. von Würmern befallen wurde. Ja. Wie alle anderen. Oh, Ja,
Willst du noch was zu sagen? Ich gebe Sterne, gib zwei Sterne. Du merkst immer, wenn sie Würmer haben, wenn sie mit dem Arsch über den Teppich rutschen. Anal eingeführte Badewasserwürmer, ey. Nee, ich... Bei mir gibt's halt, wie gesagt, zwei Sterne, einfach vielleicht nur, weil ich so ein paar positive Sachen habe und halt einfach aufgrund dessen, es ist der erste Film von Cronenberg, so ein bisschen Welpenschutz hat er dann auch. Na, so ein bisschen. Mir egal. Und er ist kein Terminator Genesis. Dann Rambo 5. Ja. Mir auch zwei Sterne geben. Okay, ja, wir machen jetzt die Scene Talk Bewertungs... Statistik. Und so viel Sterne ist dann so Rambo 5, dann weißt, baust du hoch, was ist ein 2-Sterne-Film? 2 Sterne ist Rambo 5. 3 Sterne? Das ist dann... Boah, ist eine gute Frage. 3 Sterne ist aber knifflig. 5 Sterne ist Parasite. Ja, gut. 5 Sterne ist der Junge an der frischen Luft, ich verstehe. Ja, würde ich auch 4,5 geben, ja. Ich gebe dir nicht 5, okay, aber 4,5. Okay, wir besprechen das mal bis zum nächsten Mal. Naja, auf jeden Fall, wolltest du noch was dazu sagen? Ich habe genug. Nee, ich will nicht damit sagen, der Film ist kacke. Ja, dann würde ich sagen, wir können uns ja jetzt eigentlich erstmal die Filme für nächste Woche geben. Genau. Und machen danach das mit Netflix. Genau, ich habe nämlich schon einen, aber du kannst dir gerne erst sagen, wenn du möchtest, wieder wie du willst. Wir können auch sonst zuerst randomisieren, aber das machen wir lieber zum Schluss immer. Das machen wir zum Schluss am besten. Also, ich gebe dieses Mal... Warte mal, ich muss ganz kurz... Das finstere Tal. Oh ja, endlich kann ich ihn mal sehen. Gut, okay. Ist top bewertet, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe den mir mal auf Blu-ray gekauft, ich habe ihn bisher nie gesehen. Möchte kurz anmerken, dass ich bisher die letzten Folgen immer Sachen gebe, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Ich auch. Weil ich dann denke, da hat auch jeder was. Genau, und ich gebe auch einen, den ich wieder nicht gesehen habe. Ja. Gute Darsteller hat er auch und er wurde auch sehr gut bewertet, ist halt so eine Art Abenteuer-Drama-Film. Okay. Mit Robert Pattinson, Charlie Hunnam und Tom Holland. Aha. Und zwar heißt der The Lost City of Z, oder beziehungsweise wie im Deutschen heißt, die versunkene Stadt Z. Okay. Ja. Oder wie jemand, der den Film gar nicht mochte, Jan, hat den... Wir werden keine Namen genannt, Jan. Hat den Film mal genannt, die verstunkene Stadt Z. Okay. Soweit ich mich erinnere. Brad Pitt. Was? Produzenten? Brad Pitt. Der ist produziert von Brad Pitt, ja. Unter anderem, also viele werden hier. Also er ist mit Tom Holland und Charlie Hunnam und Rob Pattinson, ja. Dann wollen wir mal randomisen, ne? Dann gehen wir nochmal schnell rüber über die, auf die Liste. Veröffentlichung. Machen wir das nur über Netflix? Ich glaube, Netflix ist doch... Wollen wir jetzt alles machen von Amazon? Das ist ein bisschen viel. Nur Netflix. Ja, würde auch sagen. Warte mal, ich muss ja mal kurz listen. Da, Random Movie Roulette. 7531. Die Ziffer. Warte mal. Bei mir ruckelt halt alles. Das ist ein bisschen unangenehm. Egal, ich habe jetzt ein paar wenig Frames. Kinas. Schafft das schon. Wie viel waren das? 1000. Warte mal. 7531. 7531 Filme. Ja. Oder die Nummer. Sind da in der Liste 7531 Filme. Und wir haben 7240. Also müssen wir auf Seite 73. Mal gucken. Lade. Alter. 73 müssen wir. Okay, was haben wir da? Warte mal. Wer will jetzt da die Nummer? 3200? Alter, bei mir ruckelt alles. Das ist unfassbar. 7240. Um Gottes Willen. Ich glaube, den können wir nicht gucken. Warum? Was ist denn das? Er heißt The Smile of the Fox. Ist eine Titte auf dem Cover. Ist ein Erotik-Thriller. Oh Gott, ja, für zwei Schuppen ist ein Erotik-Thriller. Ich glaube, wir müssen neu werden. Ich glaube, den können IMDb. Ich glaube, den können wir nicht gucken. Nein, tatsächlich nicht. Wird auch aufgesucht. Ja gut, wir können... auch aufgesucht. Paprika, gut. Ein Leben für die Liebe. Okay, komm, warte mal. Gucken wir mal nach, ob wir den irgendwo schauen können. Oh. Wenn ja, dann gucken wir den. Nein, hier ist er nicht. Oh. Und hier? Oh, bitte. Diesen Kackfilm. Was ist denn das? Das ist so ein 18-Plus-Movie. Okay, hier habe ich ihn auch nicht. Okay, dann müssen wir nur random machen. 7096. 7096, komm.
7096. Okay, guck. Was glaubst du, was es ist? Auf der Seite sind bisher gute. Auf der Seite sind gute. Mal gucken. 7096. Hast du schon nachgeguckt? Nein, ich hab's gar nicht offen. Oh! Was ist es? Er ist interessant. Wir gucken. Ach. Und zwar aus dem Jahre 1976. A Star is Born. Ach, Lady Gaga, 1976. Tatsächlich, das mit Lady Gaga ist ein Remake. Ja. Ne? Also wir gucken, dann ist Star is Born von 1976. Ja. Okay. Da ist John Norman Howard. Genau. Naja, der Film ist nicht von dem, sondern von Frank Pearson. Nee, ich sehe es hier, der gefeierte Rockstar ist die Inhaltsangabe. Ach so, ja. Genau. Das kann ich... Barbara Streisand! Ja, dafür haben wir den Oscar gewonnen. Als beste Hauptdarstellerin. Vor allem der Film, der Elvis Presleys Leben retten sollte. Ja, hier, der Darsteller Chris Christopherson. Tut mir leid. Chris. Naja. Wie heißt du? Chris. Ist auch gestraft fürs Leben. Ja. Also, musst du auch mal als Eltern bringen. Wie nennen wir unseren Sohn? Ja, Chris. Wir heißen ja schon Christopherson. Vor allem der wird genauso geschrieben wie sein Nachname. Chris Christopherson. Okay, also. Gut. Wir gehen mal kurz die Filme bei Netflix durch, die den nächsten Monat released werden. Genau, ich habe sie gerade nicht mehr offen, aber ich kann ja mal kurz gucken. Wir gucken mal schnell. Also einmal, es geht los mit Erlöse uns von den Bösen, das ist ein Thriller, Why Him, Komödie. Moment, warte mal ab. Knast. So, hast du dieselbe Seite wie ich? Ich habe die von... Ich habe jetzt Kino.de. Ich habe die von Tons. Das halt. Okay, gucken wir mal. Am 1. November, was kommt raus? Erlöse uns von den Bösen, Why Him, American Son, Weihnachten in der Wildnis und noch zwei, The King und Der Mann ohne Gravitation. Genau. Der große Film wird wahrscheinlich The King sein, mit Timothy Chalamet, Robert Pattinson und so weiter. Der geht auch als Oscar-Favorit. Ja. Den werden wir auch sehen. Ja. Beide, glaube ich. Genau. Und da geht es auch übrigens diesen Monat schon los mit Weihnachtsfilmen, by the way. Genau, Weihnachten in der Wildnis mit Rob Lowe ist noch dabei. Der Mann ohne Gravitation ist ein spanischer Film. Bin ich interessiert dran. Und Fire in Paradise geht um einen Waldbrand in Kalifornien. Okay. Ja. Paradise Beach wird dann, also geht's am 8. November los wieder. Paradise Beach ist ein Action-Thriller, Tage wie diese. Ist aber keiner exklusiver, ne? Also ich habe hier eine Seite, wo nur die Exklusiven stehen. Okay, ja, ich habe jetzt geguckt, was er veröffentlicht wird diesen Monat. Ach so. Nicht nur von Netflix. Oh, okay. Also halt auf Netflix. Das sind aber auch nicht so viele deswegen. Ach so, okay. Ich kenne jetzt auch nicht jeden, also ich kann mal kurz durchgucken. Auf jeden Fall, was ich mir angucken werde, ist halt Jumanji, der kommt am 19. November raus. Der erste oder der zweite? Jumanji, Willkommen im Dschungel, das ist wahrscheinlich der. Nee, ist doch der erste. Nee, der erste heißt Dschungel. Also ich meine der erste von den neuen. Achso, ja. Ja, aber ist ja eine Fortsetzung. Ist ja trotzdem eine Fortsetzung, ist der zweite. Achso, ist eine Fortsetzung? Ja. Ich dachte, der ist quasi ein Reboot. Nö, ist schon eine Fortsetzung. The Night Before Christmas kommt auch raus. Das ist cool. Den hätten sie eigentlich heute raus. The Irishman. Ja, aber da wissen wir noch nicht. Wir sind gerade erstmal noch am 1. November. Step by Step. Wie ist das jetzt? Ach, du willst das. Ja, komm hier. Liste, damit wir Step by Step sind. Bitte. Step by Step. Wir sind beim 1. November. Ja. Da hatten wir doch The King. Den werden wir uns angucken wahrscheinlich beide. Ich gucke den morgen schon direkt. Dann am 4. November haben wir... muss mich kurz gucken, welche Filme das sind. Tatsächlich keine. Am 5. November auch nicht. Am 6. November auch nicht. Das sind Serien. Am 8. November geht's weiter mit Paradise Beach. Und Tage wie diesen, das ist eine weihnachtliche Rom-Com. Und dann haben wir... lass mich kurz nachschauen. Am 15. geht's weiter. Ja. Mit House Arrest. Und ein Oscar-Kandidat für bester Animationsfilm, nämlich Klaus. Das ist ein Animationsfilm mit einem Postboten, der den Weihnachten... von Ich einfach unverbesserlich. Ja, über einen Postboten, der zum Weihnachtsmann geht. Dann noch einen, wo die Erde bebt, der soll auch cool sein. Also mal gucken. Ja. Und dann kommt am 22. November erst wieder was.
Und zwar Moffré, mein Bruder. Und das war's dann an dem Tag. Aktuell, wie es aktuell Am aussieht. 22. Ja, bekommt nur einer. Hast du The Night Before Christmas dabei? Ist kein Film? originaler Netflix-Film. Hier steht nur. Netflix-Film steht hier. Achso, ja gut, Origin. Und dann kommt wieder erstmal nichts. Und dann kommt am 27. November wohl der letzte große Film des Jahres. Den müssen wir sehen. Ich glaube, den werden wir auch, glaube ich, am Starttag gucken. The Irishman. Der neue Film von Genau. Martin Scorsese mit Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel und Co. Ja, also da muss man, glaube ich, Ja. nicht viel zu sagen. Kann ja mal Scorsese zeigen, dass er noch was drauf hat und dass die Aussagen, die er trifft, gerechtfertigt Genau, sind. am 29. November haben wir noch Arctic Dogs als Film, Atlantik haben wir noch und Ich habe meinen Körper verloren. Das ist ein Animationsfilm, der soll sehr, sehr toll sein, habe ich schon gehört. Okay. Und dann war's das. Das sind die Gut. Sachen. Ja. Genau. Wir können das ja, es war ja heute eine sehr spontane Idee, wir können das ja vielleicht, wenn es ein paar Leute interessiert, ein bisschen regelmäßiger machen, vielleicht so einmal im Monat, so Ende des Monats, für den Genau. nächsten Monat. Ich fände es gar nicht mal so schlecht, weil es dauert ja jetzt nicht Auch mit ewig der und richtigen Maske dann am Ende. genau, mit der richtigen Maske. Man kann ja vielleicht im Voraus mal schnell gucken, ob es dann auch bei Prime noch ein paar Sachen gibt, dann listet man zumindest die wichtigen Dinge raus. Wir haben es jetzt halt so ein bisschen rausgefiltert. Ist aber auf jeden Fall ein Gedanke, vielleicht freut es ja den einen oder anderen und ich krieg da vielleicht auch, oder wir beide kriegen vielleicht auch einen besseren Genau, aber ich Überblick, was würde, alles so kommt. also wenn wir sagen würden, worauf freuen wir uns am meisten, ich würde sagen The Irishman. The Irishman, ja, also schon das Definitiv. Krasseste, was jetzt auch in dem Monat rauskommt. Genau, vor allem für Netflix, also wow. Netflix-Filme sind auch oftmals so, meh. Genau. The Irishman, Klaus freue ich mich sehr drauf, Animationsfilm. Okay, Und ja, der The könnte King mir auch morgen. gefallen. Und The King morgen. Mal Zu gucken. gucken, ob ich den schon merken kann bei Netflix. Aber ja, Kann man schon. dann sind wir uns schon recht einig. Genau. Werden wir auch nächste Woche wahrscheinlich über The King reden. Also ich glaube, der wird auf Scene Talk Award möglich sein. Möglich, vielleicht. Deswegen wirst du ihn wahrscheinlich ausschauen. Mal gucken. Klaus habe ich mir jetzt auf jeden Fall hier mal gemerkt. Klaus. Was hast du? Klaustrophobie. Oh. Klaus. Ja, Gut, dann super. waren das die Filme. Wir gucken bis nächste Woche The Lost City of Z, The Star is Born und was war der eine? Das war The Dark Valley, das dunkle Tal. Genau, das dunkle Oder Tal. Ich das freue mich. finstere Tal. Ist sogar ein deutscher Western, krass. Es war eine deutsch-österreichische Produktion, sehr gut bewertet. Es Ja. war mir ein Fest, mal wieder mit dir aufzunehmen. Genau, Es hat mir auch. viel Hat Spaß Spaß gemacht. gemacht. Ich entschuldige die Qualität heute bei mir ein bisschen Bis und auch nächste Woche Johnny wieder entschuldigt besser. sich für die Unannehmlichkeiten. Ich hoffe, ihr Genau. hattet Spaß und schaltet einfach nächsten Donnerstag um 19 Uhr wieder ein, wenn es heißt Scene Talk. Wenn es heißt Monte, Johnny, Scene Talk. Und Johnny Scene Talk. Alright, tschüss. Und frohe Halloween. Tschüssi!